Okay, wie viel Mitgefühl denkst du, was ist DTF? Hier ist eine Abkürzung. DTF heißt Down to Fuck. Down to Fuck? Oh, du kennst das und ich nicht. Ich bin schon lange im Dating. Du bist schon lange im Dating unterwegs. Ich hab das nicht. Moin! Und herzlich willkommen zu der größten Folge vom diesjährigen Podcast für alle möglichen Menschen auf dieser Erde und zusätzlich für alle Biberbabys in Hamburg. Die Biberbabys. Aber nur die in Hamburg, die anderen? Nur die in Hamburg. Wir haben sorry an alle anderen Biberbabys da draußen. Irgendwie, falls ihr euch diskriminiert fühlt, ein bisschen zu Recht. Wir schließen aus. Wir wollen die in Hamburg haben. Ja, ja, alle anderen Babys. Gibt es Bibers in Hamburg? Bibers. Bibers. Gibt es welche in Hamburg? Ich habe noch nie einen gesehen, also nein. Ich habe alles schon gesehen, was auf der Elbe wahrscheinlich nicht. Ich habe noch keinen Biberdamm auf der Elbe. Irgendwo vielleicht, im Niendorfer Gehege oder so. Du bist demnächst ja in Niendorf öfter unterwegs, ich hab dann von daher. Ja, bald einen Job in Niendorf, dort kann ich dann immer nach den Biberbabys Ausschau halten. Ja, dann berichtet uns Mariam demnächst, ob es Biberbabys in Niendorf gibt. Voll die wichtige Info. Ja, so, wir sind schon eine Minute drin, wir haben noch gar nicht gesagt, also dieser Podcast heißt Man ficke sich in der Nordsee, herzlich willkommen. Und, hallo. Und ich bin Mariam. Und ich bin auch Mariam. Und Luke ist heute nicht da. Genau, wir machen das heute ohne Luke, ich bin eingesprungen. Und standardmäßig fangen wir an mit ein paar Black Stories, aber wir haben uns was Geiles Neues überlegt. Ja, ich habe nämlich ein paar Cards Against Humanity Karten mitgebracht. Für die, die Cards Against Humanity nicht kennen, ist ein Kartenspiel, ein sehr, sehr gutes Kartenspiel, wo immer so relativ politisch unkorrekte Dinge draufstehen. Der Name ist schon irgendwie richtig gewählt. Cards Against Humanity. Also das ist schon, der Name ist Programm auf jeden Fall. Genau. Also wer mit sowas nicht klarkommt, aber ich meine, dieser Podcast heißt Man ficke sich in der Nordsee. Insofern haben wir schon, glaube ich, die richtigen Karten. Ich glaube, das sind die richtigen Karten für uns auf jeden Fall. Und wir müssen auf jeden Fall in unserer Lösung der Black Story, wir werden das ja nicht wirklich auflösen, sondern unsere eigene Lösung erfinden. Da ziehen wir dann einen Begriff von der Cards Against Humanity. Zum Beispiel, ich ziehe mal ein, Embryonic Stem Cells, also embryotische Stammzellen. Ja. Müssten dann zum in Beispiel unserer Lösung in unserer die, Lösung drin vorkommen. Genau. Und jetzt habe ich noch eine tolle Idee gehabt. Ich sag dir nicht, was auf meiner Karte steht. Aber es wird zwar so offensichtlich sein, was ich dann... Ja, okay. Wir probieren es mal Also aus. Nehmen wir beide eine Karte. Ja. Okay, alles klar. Aber die embryonischen Stammzellen, die sind raus. Die sind raus. Jetzt geht's los mit der Black Story. Also, Black Story Number One. Langsamer Tod. Ein Mann hatte keine gesundheitlichen Probleme. Dennoch verendete er eines Tages zusehends. Mhm. Also Leute haben ihm zugesehen. Vielleicht hat er was Falsches gegessen, würde ich sagen. Vielleicht eine Pizza. Eine von Domino's, diese berühmten Oreo Desert Pizzas. Ja, bestimmt hat er die gegessen. Mhm, glaube ich auch. Und es war eine Live-Show, also der hatte Live-Publikum. Im Fernsehen auch? Genau, also es wurde ihm ja zusehends, ist er ja gestorben. Es war eine Game-Show. Genau, und es war eine the most you can eat oder so ein Ding, so alles essen, wer die meisten essen kann, die meisten Oreo-Pizzen. Von Domino's. Genau, und dann war das war eine Fernsehsendung und es war aber auch ein Podcast, weil es gab auch ganz viele aktive Zuhörer, die immer drauf geachtet haben, was passiert. Und deswegen musste er auch immer besonders laut essen. Warum hat er da überhaupt mitgemacht? Was gibt's zu gewinnen? Zu gewinnen gab's... ein Haus. Er steht hier nämlich auf dem Bild, da ist ja immer ein Bild dabei, steht hier so ein Mann mit einem Hut vor einem Haus in der Nacht. Da ist nämlich ein Mond. Vor einem Haus in der Nacht? Ja. Heißt das, er darf in diesem Haus auch nur nachts wohnen vielleicht? Ja. Klingt sinnvoll. Tagsüber ist das, muss er dann raus. Tagsüber ist das ein Altenheim. Tagsüber soll er halt einfach arbeiten gehen und sein Leben leben. Wer muss nur zum Schlafen, darf er dahin. Hast du schon ein Wort eingebaut und ich habe es gar nicht gemerkt? Hast du es so professionell gemacht? Ja. Verdammt, muss ich jetzt raten, was das... Aber mein Wort ist auch nicht so schwierig. Nee, lass uns erst lösen und dann raten wir unsere Wörter. Okay. Gut, also der Mann macht eine Game Show mit,
überfrisst sich an Domino's Oreo Pepper Pizzas, ist nicht richtig, wie heißt das? frisst diese Pizza von Domino und da kann man auch echt gut dran verrecken. Genau, und er muss es ja auch wirklich, er muss es halt auch laut essen, weil es gibt ja diese, das aktive Zuhören. Stimmt. Und da muss man dann, damit die Podcast-Hörer das hören, so richtig. Ja. Und da, das hat er gemacht. Dabei hat er sich verschluckt. Genau. Hat sich verschluckt an seiner, er war nicht mal Pizza im Mund, es war seine eigenen Spucke verschluckt. Oh, wie tragisch. Richtig traurig. Sein eigener Körper hat ihn umgebracht. Richtig traurig. Und dann ist er gestorben und hat nie das Haus bekommen. Doch, das hat er schon, er hat ja gewonnen. Er hat es dann bekommen. Hat er die Pizza aufgegessen und danach ist er gestorben? Ja. Er war gerade fertig, der letzte Bissen. Oh nein, es wird immer tragischer. Dann hat er gewonnen. Oh je. Dann hat er das Haus bekommen. Es wurde auf seinen Namen überschrieben, auch schon in der Sekunde. Instant ist ja Notar und so immer im Fernsehen, ja, voll ja, geil. Ja, ja. Und dann ist es jetzt sein Haus und jetzt streiten sie sich schon seit Jahren um das Erbrecht. Ja, genau, weil es ist dann weil so, es, ist oh, jetzt es hat so jetzt eine Sekunde lang ihm gehört. Genau. Eigentlich müsste es jetzt wieder uns gehören. Richtig. Er hatte auch keine Erben. Das ist ungefähr so wie mit meiner alten Wohnung. Die steht direkt am Bahnhof Altona im Herzen von Hamburg seit anderthalb Jahren leer. Warum? Es steht einfach wiederum leer. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich warten die auf irgendwelche Käufer und wollen das dann weiter verticken. Einfach leer so. Kann ich da einziehen? Eieiei. Okay, aber wir haben sie gelöst jetzt, ne? Ja, lies mal die richtige Lösung. Echt? Sollen wir das auflösen? Haben wir letztes Mal auch gemacht. Nee, immer nur so schrittweise, wenn ja, genau, wir nicht weitergekommen ja. sind. Ich hab, ja, lies mal einen Satz. Ist nur ein Satz. Der Mann war ein Schneemann in der Frühlingssonne. Unsere Lösung war besser. Das, unsere Lösung das war, stimmt nicht. War das kannst echt du, viel können besser. Wir wieder rausschneiden. Okay, was, also dein Wort war Oreo-Pizza von Domino's. Ja. Was war meins? Klar. Ich hab's zweimal sogar gesagt. Das ist zweimal gesagt. Ja. Was hast du am Anfang gesagt? Es war am Anfang. Du hast es nicht später gesagt, es oder? Es war auch übrigens ein wichtiger Punkt für, dafür, dass, es gestor- dass er gestorben ist. Ein wichtiger Punkt dafür, dass er verschlucken war da. Ja, und wieso hat er sich verschluckt? Weil er mit dem Schmatzen und ja? mit laut wieso und... Wieso muss er laut schmatzen? Weil es ein aktiver Zuhörer... Ja, aktive Zuhörer. Active Listening. Und am Anfang habe ich active nur listening. Am Anfang habe ich nur aktive Zuhörer gesagt und dann habe ich gemerkt, ach, das ist ja ein Verb und dann habe ich sogar noch aktives Zuhören. Alle können jetzt nochmal zurückspulen. Active Listening, das ist aber auch nicht so schwer. Das fällt auch nicht so krass auf. Das ist nicht auf, so krass wie Domino's Oreo. Oreo-Pizza. Also, ja, das kann man schon machen. Okay. Noch eine Black Story? Auf jeden Fall. Das Bild ist übrigens eine Frau, die in ihrem Bett liegt, in ein Einzelbett. Und sie hat ein Eizellbett. Ja, es ist ihr Eizellenbett. Ist sowas teuer? Für ihre Eizellen. Kann man sowas kaufen oder ist das eine Sonderanfertigung? Das kriegen alle von ihrem Gynäkologen, alle Frauen. Ach so, du hast auch eins? Ja, ich habe ein Eizellenbett neben meinem Bett stehen. Wie viele Jahre muss man da beim Gynäkologe sein, bis man das kriegt? Das kriegt man direkt, wenn man das erste Mal seine Tage kriegt. Dann sind es aber nicht deine Eizellen oder sind die ersten Tage so heftig, dass du quasi ein ganzes Bett rausspülst? Was? Das Bett kommt doch nicht aus. Das Bett ist ganz klein. Ist es so ein Modellbett? Ganz so ein bisschen Playmobil-mäßig. Ah. Und da kannst du deine Eizelle reintun. Ich dachte, das Bett ist aus Eizellen. Das wäre. Ach so. Hä, du kriegst das doch vom Gynäkologen. Da muss er das ja die ganze Zeit selber herstellen. Nein, das ist für die Eizellen. Nee, deswegen dauert es ja so lange. Nachdem du, das ist so ein Jubiläumsgeschenk. Wenn du 30 Jahre lang beim gleichen Gynäkologen warst, dann hat er genug Eizellen von dir, um dir daraus so ein Geschenk wieder zurückzugeben. Also du gehst jeden Monat zum Gynäkologen und gibst dem deine Eizellen, oder was? Ja, so stelle ich mir Gynäkologen vor. So denke ich, dass Gynäkologen funktionieren. Ich lese mal vor. Achso, auf jeden Fall hat sie Lockenwickler und sie liegt in einem Einzellbett. Ja, keine weiteren Fragen. Und neben ihr ist ein Nachttisch und da liegt ein Handy drauf. Mit so einem kleinen Antennending. Das ist auch kein Smartphone, sondern es ist voll so gut. Mit Tasten. Es könnte auch ein drahtloses Telefon sein, das weiß ich nicht. Okay, und die Geschichte heißt Der Anruf. Und geht so. Obwohl Ulrike kein Wort gesagt hatte, konnte sie nach einem Telefonat endlich einschlafen. Okay. Das heißt, sie hat irgendwas gehört. Irgendwas Gutes. Und dann konnte sie endlich einschlafen. Vielleicht hat sie, mit wem hat sie telefoniert? Ist mit ja einer kein, echten Person oder Tod? Vielleicht mit so einer Hotline, so seelensorgemäßig. Und dann hat sie gar nicht geredet. Das war einfach nur, liebe Zuhörerin, alles wird gut.
Es war Alexa. Und dann hat sie auch sie hat mit Alexa telefoniert. Oh, endlich kann ich einschlafen. Das war so eine schöne Sie hat mit Stimme. Alexa telefoniert und hat gesagt, Alexa, erzähl mir eine Geschichte. Weil sie ist so einsam. Aber dann hat sie ja was gesagt. Dann hat sie gesagt, Alexa, erzähl mir eine Geschichte. Aber hier steht, obwohl Ulrike kein Wort gesagt hat. Kein Wort. Also wurde sie angerufen, weil sie sich nämlich Alexa den Wecker schon gestellt hat, getimed. Alexa, ruf mich bitte um 22 Uhr an. Damit und erzähl mir eine kann. Geschichte. Das hat sie gesagt. Und das hat Alexa dann nämlich auch gemacht. Okay. Und dann ja, ist sie rangegangen. Hast du schon eine Black Story, eine Cards Against Humanity gezogen? Ich habe welche noch in der Hand. Ja, da müssen wir ja das einbringen. Oh mein Gott. Genau. Mari hat gerade die Karte angeguckt. Und man hat es in ihrem Gesicht gesehen. Okay. Das ist gut für dich. Was hat Alexa, was erzählt Alexa? Ich glaube, es ist nicht Alexa selber, sondern es ist ein Clip von einem Poetry Slammer. Aha. Okay. Zum Beispiel du. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Alexa denkt sich also, nee, ich habe keinen Bock, eine Geschichte zu erzählen. Ich gehe jetzt einfach auf YouTube und lass ein Video genau, laufen. Das, wird schönen, die, das merkt die gar nicht. Genau, lass einen guten Poetry Slammer hier erzählen. Und ich habe aber auch ziemlich viel Bullshit, muss man dazu sagen. Kannst du mal deine Karte auch einbringen? Das ist ganz schön schwierig, meine hier reinzubringen. Ja, ich bin auch noch... Ich habe ziemlich viele Texte, die halt unter die Gürtellinie gehen, muss man dazu sagen. Okay. Und der Uhrensohn? Uhrensohn, der ist voll drüber, finde ich. Der ist über der Gürtellinie. Ist ja, sieht man ja schon im Namen, der heißt Uhrensohn. Das ist nicht das harmlos. Zensiert. Wenn du einem Kind sagst, Uhrensohn, hat er überhaupt keine bösen Gedanken. Naja, manche Kinder kennen auch schon. Okay, Wörter. Die Kinder ja, aber die wollen die sich eh verloren. Auch, die sind schon drüber. Die sind schon weg. Die braucht man gar nicht mehr wieder auffangen. Da fällt mir, es gibt doch diese Bilder, es gibt so ein ganz berühmtes Bild, wo halt nur Delfine drauf sind, aber für Erwachsene sind die alle, liegen in so einer Form und es sieht nach irgendeinem sexuellen Ding aus, wo gerade ein Mann mit einer Frau. Ja, das gibt nicht, total viel. Ja, auch eben. Dieses Weinglas, das aussieht, als wäre es so eine Vagina zwischen zwei Beinen. Ja, das ja, aber die sind alle nicht so, die sind alle nicht so detailreich, die sind meistens so abstrakt wie dieses Weinglas. Aber das mit den Delfinen ist halt richtig cool, weil es sind richtige Delfine so, aber so ineinander verschachtelt, dass es richtig so aussieht, als würden die gerade irgendwie jetzt nicht Sex haben, aber sich schon echt innig umarmen. Ja, ja. So, und jedes Kind, wenn du das fragst, sagt halt immer, oh, ein Bild mit Delfinen, so, 20 Delfine. Und jeder Erwachsene so im ersten Moment, oh, was ist denn das für ein Bild? So, und du checkst halt erst wirklich im zweiten Moment, ah, Moment mal, das sind ja noch Delfine und so. Das ist so cool. Und genauso gehen Kinder nämlich an Wörter wie Uhrensohn ran. Die hören Uhr und Sohn. Ja. Da ist nichts Schlimmes bei. Okay. Das ist völlig in Ordnung, das Wort. Ja, okay, dann spielt Alexa also Uhrensohn vor. Ist ja auch so 5 Minuten lang oder so. Da gibt's aber, okay, eine dumme Stelle gibt's in dem Teil schon, da geht's dann um Windeln und so. Aber das ist die einzige Stelle, die ein bisschen unter die Gürtellinie geht. Vielleicht ist Ulrike da schon eingeschlafen. Also wieso konnte Ulrike dann endlich einschlafen? Sie ist wahrscheinlich währenddessen eingeschlafen. Ich glaube, Ulrike hat halt irgendwelche Probleme, also irgendwelche psychischen Probleme und brauchte halt irgendwie so einen Anruf, irgendwas, was sie halt runterbringt sozusagen. Und okay, wir haben jetzt nicht eine Person, sondern dann haben wir jetzt halt einen Poetry Slam. Vielleicht, was für Probleme hat denn Ulrike? Ich glaube, sie ist in erster Linie allein. Vielleicht auch gurkensüchtig. Gurkensüchtig, und allein. Die treten häufig zusammen auf. Vielleicht weiß sie auch nicht so richtig, wer sie ist. Vielleicht hat sie so Selbstfindungsprobleme. Ja, das ist die häufigste Kombination. Selbstfindung und Gurkensucht. Gurken und allein. Ja, also allein ist ja oft bei Problemen einfach noch ein Nebeneffekt. Dass man zum Beispiel bei Gurkensucht. Ja, weil nicht viele Leute haben das. Und es kann ja sein, dass sie weiß nicht genau, was ihre Identität ist. Sie weiß nicht genau, wer sie ist, was sie... Ist sie überhaupt Mann oder Frau oder Gurke? Was ist sie eigentlich? Vielleicht ist sie eine Gurke. Vielleicht ist sie eine Gurke. Vielleicht ist Ulrike die erste im Labor gezüchtete Gurke mit Einschlafproblemen. Ja, und das Einzige, was diese Identitätskrise besänftigen kann, ist Slam-Poetry. Ja. Und deswegen hat sie Alexa auf Uhrensohn gestellt. Was steht wohl auf deiner Karte? Steht Slam-Poetry auf deiner Karte? Es steht richtig viel auf meiner Karte. Hast du deins jetzt inzwischen schon reingebracht? Ja. Okay. Es ist nicht so leicht mit diesem Reinbringen. Aber ich glaube, wir haben es eigentlich gelöst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir können den ersten richtigen Lösungssatz eigentlich mal angucken. Okay, also vielleicht sollten wir mal irgendwie eine Abstimmung machen. Man kann doch bei YouTube eine Abstimmung machen. Ob die Leute die zwei Lösung, Leute abstimmen. Ja, Martin kann abstimmen und meine Mutter kann abstimmen. Und noch zwei Kumpel. Shoutout an euch. An euch, die ihr das hier wirklich hört. Es sind ungefähr 6 Leute, die wir kennen. Hey. Bisher. Bald sind es 600 Leute und die 6, das sind die Besonderen, die immer ganz in unserem genau. Herzen bleiben. Das sind die, die als erstes abstimmen konnten. Also stimmt mal bitte ab, ob ihr die Lösung, die echte Lösung hören wollt oder nicht. Weil ich finde, das nimmt irgendwie unsere Lösung, das nimmt unserer Lösung so ein bisschen den Umpf. Ja, aber wir hatten dadurch auch schon letztes Mal was ganz Geiles. Aber haben wir es jemals ganz zu Ende vorgelesen oder war es? Weiß ich nicht, vielleicht ich glaub, auch wir nur haben die immer ersten nur so ein paar Sätze. Ja, gelesen. Vielleicht schon. Egal, ich lese es jetzt mal vor und dann schauen wir. Ulrikes Hotelnachbar schnarchte so laut, dass sie sich genötigt sah, ihn mitten in der Nacht zu wecken. Sie rief ihn an und nachdem er, vom Klingeln aus dem Schlaf gerissen, ans Telefon ging, konnte sie ungestört einschlafen. Unsere war wieder besser. Unsere ist besser, ja. Definitiv. Okay, was war dein Wort? Jetzt muss ich... Kannst du ja jetzt erraten. Du hast gar nicht so viel gesagt. Gurke bestimmt oder Gurkensucht. Nee, das ist es nicht. War schon viel früher. Ich habe es ganz elegant eingefädelt. Oh Gott. Ist es nur ein Wort? Ja, zwei quasi. Hilf mir mal ein bisschen so, wie ich dir vorhin geholfen habe. Also es war in dem, du hast angefangen, die Schiene auf Poetry Slam zu lenken, dann habe ich über meinen Text gesprochen. Jugendfrei? Nee. Oder so? Oder harte Texte? Oder Inhalt von meinem Text. Du hast irgendwas gesagt, dass die meistens so böse sind oder so, oder dass da meistens... Nee, ich habe gesagt, die sind meistens nicht, also der Uhrensohn-Text ist der ist die meiste Zeit clean. Genau, aber das hast du ja nur gesagt, nachdem, also du hast erst gesagt, deine Texte sind meistens auch ein bisschen nicht so clean und dann habe ich gesagt, wie zum Beispiel Uhrensohn und dann hast du gesagt, nee, Uhrensohn gerade nicht. Ja, schön, dass wir jetzt das gleiche Gespräch nochmal führen. Nee, weiß ich nicht, sag mal. Es ging um die Windeln. Ich habe mich schon gewundert, wie da sind Windeln drin im Uhrensohn-Text. Und dann dachte ich so, ich habe ihn einmal gehört. Vielleicht sind da Windeln. Ich habe auch nicht richtig zugehört, als ich den angemacht habe. Ich habe es einfach auf Play gedrückt, so im Hintergrund laufen lassen. Ich habe den überhaupt nicht angemacht. Du hast ihn live gesungen. Oh, stimmt. Da habe ich nicht richtig zugehört. Aber ich singe nur noch total, so runter. Nein, ich fand ihn total gut und ich habe jetzt auch gedacht, ich dachte, da wären keine Windeln drin. Aber wenn du das sagst, dann werden da wohl Windeln drin sein. Gibt's auch auf YouTube. Kann man jetzt auf YouTube gebt Uhrensohn ein. Die 6 Leute, die das gerade hören, gebt Uhrensohn ein und Luke, da seid ihr sofort da. Dieser Podcast wird wahrscheinlich auch auf deinem Kanal sein. Das heißt, die können einfach dann auf dich klicken. Oder du kannst auch jetzt, genau jetzt so eine Dingens rein oder am Ende so eine Karte, wo du dann verlinken das ist kannst. Kompliziert. Aber wenn wir das irgendwo anders hochladen, den Podcast, dann müssen die Leute erst YouTube öffnen. Aber die Leute sind so Hardcore-Fans. Also Shoutouts an alle 6 von euch, die wir kennen. Ja. Und jetzt schon Fans also, seid. Also ich muss sagen, du hast jetzt 9 Abonnenten, ich habe 8. Wir abonnieren abonnieren uns jeweils gegenseitig. Insofern muss man das nochmal ein bisschen minimieren. Und ich habe auch noch einen anderen Kanal, mit dem ich meine auch noch. Also bei mir sind es ungefähr 4 Leute und bei dir ungefähr 5. Ja, nice. Das heißt, insgesamt sind es mindestens 5, weil vielleicht sind manche doppelt. Wir haben jetzt 2 Black Stories gemacht. Ja, was war meins? Was war meins? Das war nicht nur ein Wort, meins war lang. Also es war auch schwierig einzubinden. Okay, du bist so vorgeprescht in Poetry Slam, das hatte dann noch nicht mit der Karte zu tun. Dann bist du aber, was kam denn dann? Da war lange Poetry Slam, Inhalt, bla bla. Es kam zum Ende, hä? Es war eigentlich die ganze Zeit über alles. Alles, was ich gesagt habe, war auf diese Karte bezogen. Oh, boah, das ist aber mies. Dann ist so Meta-Ebene ein mies Zeug, oder was? Steht da so metamäßig was auf der Karte? Nee, war schon inhaltlich. Boah, ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt, da musst du mir einen Tipp geben. Was habe ich gesagt, was ist ihr Problem? Außer die Gurkensucht. Selbstzweifel und selbst, sie ist unzufrieden mit sich selbst. Ja, und das heißt... Was genau? Was war denn das? Mit was ist denn? Nein, unzufrieden mit sich selbst bedeutet wenig Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, mangelndes Selbst. Ja, also die Karte war eine Gender-Identität. Also sie hat eine Gender-Identität. Genau, Identitätskrise, hast du gesagt. Und eigentlich sollte es sein, die kann nur vermittelt werden durch Slam-Poetry. Aber so weit bin ich nicht gekommen. Deswegen habe ich gesagt, ihre Gender-Identität kann nur gelöst werden durch Slam Poetry. Da war Poetry Slam aber halt schon da. Deswegen, du bist am Anfang so krass in diese Richtung gegangen. Ja. Das war halt auch das Einfachste und es hatte so gepasst in den Kontext, dass ich dachte, das geht. Wir brauchen aber jetzt viel länger mit diesen Karten. Ja, ist doch gut. Wir können auch nur 2 machen. Wir müssen doch nicht 3 machen.
Meinst du, ich glaube, wir haben mehr erfunden quasi, als wir versuchen jetzt so in diese Richtung zu preschen, als wir die noch nicht hatten, haben wir quasi mehr so rausgehauen. Möchtest du gerne noch eine ohne machen? Weil es uns so in so einer machen? Bahn hält. Wir können noch mal eine ohne probieren zum Vergleich. Okay, wir machen noch zum eine direkten ohne. Vergleich. Kann man auch zwei Abstimmungen machen? Stimmt mal ab, ob ihr lieber mit Cards Against Humanity Karten oder ohne Cards Against Humanity Karten. Wir werden heute noch zu vielen Abstimmungen aufrufen. Ja, los Andreas, klick drauf. Los Martin. Los Akribator, ich sag mal jetzt den Nickname. Akribator? Ja, ist der Nickname. Hat er so. Martin und Andreas heißen ungefähr 50% aller Deutschen. Ich habe jetzt doch niemanden verraten, oder? Doch, ich wüsste jetzt schon, wen du meinst. Ja, du. Jemand, der die nicht kennt, auch. Ja, sofort klopft an deren Tür und sagt, du fasst doch in den Podcast dran. Ja, eben. Ja. Okay, die nächste Black Story sind zwei Männer mit Rucksäcken, die an einem Maschendrahtzaun sind. Ein Maschendrahtzaun. Und hinter dem Maschendrahtzaun ist ein Hochhaus und zwei Kräne. Oh, ich muss mal eben niesen. Warte. Ich beobachte Maria, wie sie sich aufs Niesen vorbereitet. Ich dachte, sieht du schneidest das einfach raus. Ich finde es viel cooler. Vor allem mit Ankündigung. Ich muss jetzt niesen. Ja, deswegen okay, warte. Das gesagt, ich hole mir noch Popcorn. Das sieht gut aus. Okay, okay. In welcher Phase steckst du jetzt? Ich muss es schon hochkommen. Ich dachte, das ist was, wo du das dann rausschneiden kannst. Aber okay, dann lassen wir es drin. Ich bin auch nur menschlich. Ich habe auch einen Körper. Und der niest manchmal. Oha. Die Karte heißt Der Transport. Zwei Männer. Nee. Das war der falsche Fall. Zwei Männern gelang es nicht, ihr Diebesgut von der Baustelle abzutransportieren. Wow, da wissen wir jetzt, also sind sie tot am Ende? Nee. Also steht da nicht, aber auf dem Bild sieht es nicht so aus. Okay, wir gehen davon aus, dass sie noch leben. Denken wir uns mal das so. Wir hatten bis jetzt noch keinen richtigen Todesfall, außer den Schneemann, aber der ist auch nur ein Schneemann. Können Schneemänner sterben? Ist der Mond da, wenn ich nicht hinsehe? Die hören halt einfach nur auf zu existieren. Ist das nicht sterben? Die haben ja nicht gelebt. Es ist einfach nur eine Veränderung des Aggregatzustandes. Ist es, kann man es Leben nennen, wenn man... Nee, eben nicht. Ach so, okay. Deswegen hat er ja nicht gelebt, er hatte nur ein Gesicht. Ja, wie, es gibt Menschen, die haben kein Gesicht. Echt? Ja. Game of Thrones. Auch The Faceless. Faceless, kenne ich nicht. Das ist so eine Sekte. In Game of Thrones. Ja. Ich nenne das jetzt mal Sekte, das ist das beste Wort, was mir dafür einfällt. Haben wir nicht schon mal über Game of Thrones geredet? Lass uns mal die Backstory lieber lösen, ja. Das brauchen wir jetzt nicht. Also, zwei Männern gelang es nicht, ihr Diebesgut von der Baustelle abzutransportieren. Okay, was wollten sie klauen? Was ist es für eine Baustelle? Es ist die neue... eine Bank oder so? Bank, ja, könnte sein. Es könnte auch der neue Jurassic World Park sein. Mit einem Hochhaus? Ja, in Dinosaurier haben in Hochhäusern gelebt. Ach so. Ist so. Okay, das wusste ich nicht. Guck mal, wie groß die sind. Weißt du, wie groß so ein T-Rex ist? Ich wusste das nicht. Der kann doch nicht in so einem Familienhaus unterkommen. Ja, stimmt. Doch keine Chance. Ja, hätte ich drauf kommen können. Das sind also immer so dann, es ist ein Hochhaus, aber es sind nur drei Stockwerke. Für einen T-Rex und also darüber wohnt dann der Nächste. Da wohnt dann der... Nee, ich meine, das ganze Hochhaus ist untergliedert in drei Stockwerke. Ein Stockwerk für den einen, ein Stockwerk für den nächsten. Genau, genau. Okay, also da wird gerade der Jurassic Park gebaut. Das Hochhaus für die Dinosaurier, die dann im Jurassic Park wohnen. Und die Männer, was haben die geklaut? Bestimmt ein Ei. Ja eben, ein Dino-Ei. Die wollten ein Dino-Ei. Oh. Und dann konnten sie es nicht abtransportieren. Warum nicht? Weil es zu groß war. Weil es geschlüpft ist. Oh, sie sind gerade eingebrochen und sie haben es gesehen. Also sie haben es schon rausgenommen. Sie haben es schon genommen. Genau, sie haben es getragen. Und dann in ihre Hand. Auf einmal raschelt's. Genau. Und dann sagt der eine, gib mir auch mal Chips. Und dann sagt der andere, ich esse gar keine Chips. Oh, nimm die Füße hoch. Flachwitz. Mein Dino ist schon rausgekommen. Ja. Er hat so gemacht. Der Dino, ja, aber der Clou ist ja. Der Clou ist ja. Von den beiden hat keiner die Chips gegessen, dann schlüpft der Dino, der Dino und der Dino hatte nämlich die Chips. Darum geht's. Das war wichtig dafür, dass sie den nicht abtransportieren können. Ja. Dass der Chips hatte. Das war ein wichtiger Punkt. Ist tatsächlich so. Ist wirklich so. Weil sie sind dann stehen geblieben deswegen. Ja. Und sie wollten einfach dem Dino das nicht antun. Dass der Dino schlüpft, das wäre nicht so besonders gewesen. Aber dass wie oft hast du schon Dino schlüpfen sehen?
also alle zwei Sekunden schlüpft irgendwo. Das ist nicht so relevant. Ich hab, nee, das sieht man ständig. Alle 11 Sekunden schlüpft alle 11 Sekunden schlüpft ein Dino. Bei? Diese Folge ist gesponsert von Parship. Alle 11 Sekunden schlüpft ein kleiner Tyrannosaurus Rex. Oh, wie süß. Ja, das, die haben wir auch gelöst, das wäre so cool. Sie arbeiten dran, es soll ja bald ein Mammut wiederbelebt werden. Hä? Ja. Wie kann man denn ein Mammut wiederbeleben? Man hat DNA von Mammuts von früher, eingefrorene sonst was. Dann belebt man doch nicht das Mammut wieder. Man klont es oder so, oder man macht ein neues Mammut. Ja, aber ja, ist doch, nicht, als würden so Herzrhythmusmassage bei einem 5 Millionen Jahre toten Mammut machen. Und das so, ich bin wieder da. Er ist wieder da. Was ist passiert in meiner Abwesenheit? Nein, es ist wo ist die Eiszeit? Wiederbelebt im übertragenen Sinne, natürlich. Und sie wollen es die dadurch, Rasse wird wiederbelebt. Zum Beispiel. Okay. Sie wollen es dadurch machen, dass sie eben diese DNA mit einem, ich glaube, was die erste Stufe nicht Elefant? Was war denn die nächste? Was ist die nächste Verwandtschaftsstufe von Mammut? Fisch. Ach genau, sie wollen es mit einem Fisch, wollen sie es verbinden und dann gucken, was für ein Kind rauskommt. Oh. Und das dann über diese DNA-Stufe halt versuchen wieder zu regeln, dass irgendwann wieder ein Fischmammut. Cool. Lebt. Ich frage mich, wie das aussieht. Ob das dann so wie bei einer Meerjungfrau ist, dass so das Ende vom Mammut ein Fisch, also so ein Schwanz ist und vorne hat er so zwei fette Beine und einen Mammutkopf. Oder halt vorne. Ob einfach alle vier Beine ein großer Fischschwanz sind und oben ist so ein Rücken von Mammut und ein Kopf. Oder es ist nur der Mammutkopf und dann die Flosse. Es ist so eine Art Wal. Ja. Hat aber die vier Beine von einem Mammut. Und einen riesen Rüssel. Und es schwimmt auch so wie ein Hund halt. Oh. Es schwimmt nicht so wie ein Fisch. Es hat ja diese Mammutbeine. Aber von der Haut her und so ist alles wie ein Wal. Nee, das Mammutfell. Ach so, was hat er denn so dann vom Wal? So ein dickes Mammutfell. Bis jetzt hast du nur einen Mammut beschrieben. Wie ist er denn nee, so? Nee, der Walkörper ist halt so ein länglich gezogener, großer Walkörper. Okay, und hat dann aber vier so Stummelchen und vier hat Stummelchen, Fell. Aber auch eine Flosse. Die Stummel sind ja nur unten. Ja. Und dann hinten ist noch eine Flosse. Und dann hat und er die vorne Ohren ist auch oder das, nicht? Die Ohren? Sind auch ein. Links ist Mammutohr. Und rechts hat er verloren bei einem Skiunfall. Ach so, also es wird nur einen einzigen von dieser Rasse geben. Es wird nur einen einzigen von dieser Rasse geben. Okay. Der kann Skifahren. Er konnte es aber ziemlich nicht gut. So gut. Nicht so gut, er hat ja sein Ohr verloren. Bis zu dem Tag konnte er es ziemlich gut, seitdem lebt er im Wasser. Ich finde, dass diese Geschichte gelöst ist. Die Geschichte ist mehr als gelöst. Also eigentlich sind wir ja schon längst im nächsten Thema gewesen, beim Mammutzüchten. Wie züchtet man ein Mammut? Wie züchtet man ein Mammut, ja. Haben wir eigentlich geklärt, hast du schon mal irgendwas gezüchtet? Also Tier, nicht irgendwie jetzt Kresse. Ich habe mal versucht, Kresse zu züchten, aber sie ist verschimmelt. Als Kind habe ich Kresse gezüchtet. Hä, aber das war ja genau das, was machen. Du nicht wissen würdest. Ja, aber ich habe zu viel Wasser reingegossen und dann ist sie verschimmelt. Als Kind hat es geklappt, aber das war wahrscheinlich, weil meine Mutter es eigentlich gemacht hat und ich nicht. aber was, ein Tier gezüchtet? Nee. Also, oder zumindest mal von klein auf so wirklich großgezogen. Ich hatte mal Meerschweinchen-Babys, die dann irgendwann Meerschweinchen wurden. Ah, und sie waren und immer da, du warst die Hauptperson, die sich drum gekümmert hat? Ja, schon. Also, ah, ja. Voll süß. Ich hab's versucht, die Hauptperson zu sein, aber die mochten mich nicht, leider. Aber was heißt, die mochten dich nicht? Die waren immer wirklich sowas von ängstlich. Die sind auch viel zu früh gestorben. Ich glaube, die hatten, glaube ich, voll das Herzrasen einfach immer. Also ich weiß nicht wieso, weil ich war echt nett zu denen. Ich war nicht irgendwie ein Kind, was die so jongliert hat oder irgendwie böse Sachen mit denen gemacht hat. Ich habe die immer gestreichelt und auf den Arm genommen und war ganz nett. Und die waren aber sowas von ängstlich. Vielleicht ist das ja ein Lerneffekt fürs nächste Mal, dass du nächstes Mal eine andere Strategie versuchst. Ich hole mir nie wieder Meerschweinchen. Das wird kein nächstes Mal geben. Diese Meerschweinchen, das war nach unserem Italienurlaub. Ich bin mit 8 Jahren mit meinen Eltern nach Sardinien gefahren und da habe ich dann so ein Buch mitbekommen, was um Meerschweinchen ging und dann musste ich das halt komplett durchlesen, damit ich alles weiß und wenn ich das habe, dann durfte ich welche mir aussuchen. Ah, voll gut. Deine Eltern haben gesagt, nur wenn du das drauf hast und genau. Wenn du das alles kannst, dann genau. Kriegst du auch eins. So wie ein Führerschein für Meerschweinchen. Der Meerschweinchen-Führerschein, wer hat ihn nicht? Genau. Ja, und dann sind wir halt dahin und haben zu irgendeiner Frau, das war halt so ein Wurf und dann haben wir uns zwei ausgesucht und weil wir ja gerade in Italien gewesen waren, hieß die eine dann Bella. Und die andere hieß Pizza. Merle. Ach so. Und dann haben wir sie mit nach Hause genommen
und haben irgendwann rausgefunden, dass Bella ein Typ war. Nachname hatte Usconi. Bella war ein Typ. Ja, Bella war ein Typ. Und das heißt, wir mussten die dann trennen, weil sonst hätten wir ganz viele kleine Mini-Babys gehabt. Das sieht man am Anfang nicht, oder bei Meerschweinchen? Man muss bei Meerschweinchen, man muss sie so in der Hand halten und so auf den Bauch drücken und dann so rausdrücken, weil der Penis geht so rein bei Meerschweinchen, der ist drin. Und dann musst du sozusagen so auf den Bauch drücken, damit der so rauskommt. Und das haben wir anscheinend nicht richtig gemacht. Für uns sah Bello aus wie ein Bella. Wie eine Bella. Ja, und deswegen mussten wir ihn dann halt Bello nennen. Weil er hatte ja schon einen Namen und jeder weiß, Meerschweinchen hören total gut auf ihren Namen und kann die nicht mehr verändern. Ja, und dann hatten wir deswegen ein Meerschweinchen, das Bello hieß. Nicht schlecht. Das ist ja eine interessante Story mit den Meerschweinchen-Geschlechtsorganen. So ja, das weiß man nicht, wenn man keine Meerschweinchen hat. Sowas weiß man wirklich nicht. Ja. Sowas muss man halt auch nicht wissen, wenn man keine Meerschweinchen hat. Ja, und aber wir haben sie dann getrennt und Bello war aber noch nicht alt genug, um kastriert zu werden. Deswegen mussten wir sie relativ lange getrennt halten. Merle war in ihrem schönen Käfig und Bello war in so einer, kennst du diese kleinen Wannen, in denen man Babys waschen kann? Ja, in sowas mit so einem Grillgitter, mit so einem Ding, was man in den Ofen tut, weißt du? Obendrauf. Ein Grillrost. Und der ist so horny geworden. Er hat halt auch gerochen, dass sie jetzt bereit war. Anscheinend sind Meerschweinchen nach einem halben Jahr bereit zu vögeln. Also ich würde aber auch irgendwann horny werden, wenn du mich einsperrst mit einem Grillrost in so einer Plastikwanne. Oh ja, das ist die Fantasie. Irgendwann hast du halt keinen Bock mehr, irgendwas anderes zu machen und willst da einfach nur noch raus. Ja, und das hat er auch gemacht. Er hat sich nämlich tatsächlich mit Klimmzügen hochgehievt, durch die Gitter durch. Dann, ihr Käfig stand nicht mehr auf der gleichen Ebene. Die war auf einem anderen kleinen so Kommodending. Auf die Kommode hat er es auch noch geschafft zu springen und lief dann die ganze Zeit um ihren Käfig rum, bis wir halt kamen und das gesehen haben. Und dann dachten wir, scheiße, der ist echt... Das heißt, ihr habt das Gitter habt ihr nur draufgelegt? Ja, ja. Okay. Ja klar, das war ein Meerschweinchenbaby. Also da denkt man doch nicht, dass man da irgendwie... Das war ein Meerschweinchenbaby im potenten Alter. Ja, im Lücke potenten Alter. Nicht. Das war dann ein bisschen, vielleicht war das tragische Event, dass wir sie getrennt haben und nicht schlecht. Dass wir sie dann so traumatisiert haben, dass sie uns danach gehasst haben. Ich habe noch nichts großgezogen, aber uns ist mal ein Vogel zugeflogen. Vogel zugefliegen. Fliegel zugeflogen. Es war eine super lustige. Ein Flegel zugestoßen. Das war ich. Nein, es ist so, wir sind morgens, Tante und Onkel waren zu Besuch und wir haben halt so einen Balkon und so. Und ich war dann daneben, mein Onkel stand da und macht die Tür vom Balkon auf. Und in dem Moment, er macht die Tür auf, schießt so ein Vogel in unsere Wohnung rein. Nur drauf gewartet. Ja, irgendwie schon. Also er macht die Tür auf und zack, schießt er da über unsere Köpfe weg. Mhm. Setzt sich halt auf den Schrank und ist auch mal da geblieben. Es war ein Kanarienvogel. Was? Ein Kanarienvogel. Wie sehen Kanarienvögel aus? Kennst du nicht diese gelben? Sind die gelb? Ja. Ich sag doch, die sind gelb. Lügst du mich an? Was? Nein. Die sind wirklich gelb. Ja. Ich habe nämlich... Ich verwechsel es gerade, aber ich meine die gelben. Nee, weil es gab so eine Kinderserie damals, Zeichentrick, und da gab es einen Kanarienvogel und der war gelb. Und ich habe aber neulich mit einem Kumpel drüber geredet und der meinte, ja, das sieht aus wie ein Kanarienvogel. Und ich so, das ist grau und überhaupt, Kanarienvögel sind doch gelb. Und er hat mich angeguckt, als wäre ich verrückt. Und jetzt muss ich mich nur noch daran erinnern, wer das war, damit ich dem diese Podcast-Folge schicken kann. Kanarienvögel sind verdammt nochmal gelb. Ich okay. bin mir ziemlich sicher, wir können es auch nochmal googeln. Aber erzähl deine Geschichte. Das kann ja eigentlich kein freilaufender Vogel gewesen sein, der wird wahrscheinlich irgendwo abgehauen sein, würde ich, ist so meine Theorie mal. Der war nämlich auch super, der war super zahm, der hat sich auf den Schrank gesetzt, ist dann auch geblieben, voll lange und ist halt einfach nicht mehr weg. So, wir hatten auch die Tür offen gelassen, er hätte jederzeit rausfliegen können, ja. Ist nicht weg, ist einfach da geblieben, stumpf. Das war dann eurer. Dann haben wir haben ihm irgendwann Essen gegeben und so, ist immer noch da geblieben, dann dachten wir, okay, am Abend fliegt er bestimmt weg oder so. Mhm. Oder am nächsten Tag oder sonst was. So, ist halt ein Tag geblieben, irgendwann haben wir einen Käfig gekauft. Ja. Hatten dann einen Käfig in die Wohnung gehängt. Wieso habt ihr einen Käfig gekauft, wenn er eh nicht wegfliegt? Ja, damit er irgendwie so einen Wohlfühlplatz hat zu Hause. Ach so, da ist so ja dann auch Essen Zimmer. Und so. Und genau, so ein eigenes. Wir haben ein Zimmer gekauft. Käfig klingt zu hart. Ja. Wir haben dem Vogel dann ein Zimmer eingerichtet in unsere Wohnung. Und dann war die Tür halt auch immer offen von dem Zimmer, klar. Kanarienvögel schließen nicht ab. Ja. Die sind offene Menschen. Offene Tiere. Kanarienvögel sind auch nur Menschen. Ja.
Und der ist dann wirklich auch mal rausgeflogen, so wirklich wieder raus in die Natur und dann wiedergekommen nach ein paar Stunden. Der war wirklich, der wollte nicht weg. Der wollte, ja, der wollte da bleiben. Irgendwie ein schönen Geruch oder sowas bei euch in der Wohnung. Ja, ja, geht. Wir haben ihn dann nach ein paar Wochen, glaube ich, irgendwo abgegeben im Tierheim. Was? Ja. Ihr habt extra ein Zimmer gekauft. Das war auch nicht so billig. Wieso habt ihr ihn nicht einfach behalten? Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich als Kinder. Das war Schicksal. Der ist euch zugeflogen. Er hat euch ausgewählt. Und also ich würde mal, ich weiß jetzt zwar nicht mehr genau, wie es gelaufen ist, aber meine Theorie ist, wir Kinder hatten keinen Bock mehr, uns drum zu kümmern. Und meine Eltern haben dann gesagt, wenn ihr es nicht macht, gehen wir hinweg. Würde ich jetzt mal tippen. Ich weiß es nicht mehr, aber das erscheint mir irgendwie sehr logisch, dass es so gelaufen ist. Ja. Hm. Oh Mensch. Und da war er weg. Echte Liebe kann so schnell verfliegen. Vor allem, wenn es ein Kanarienmensch ist. Apropos echte Liebe. Hast du Lust auf OK Cupid? Hast du Lust, was? Echt? OK Cupid. Wer kennt OK Cupid da draußen? Schreibt es in die Kommentare von euch sechs Leuten. Also OK Cupid hat so eine Funktion. Also für die, die OK Cupid überhaupt nicht kennen, das war so das, bevor Tinder kam, glaube ich. War das so groß? Also ich kannte von vielen Leuten, ich habe es nie benutzt erstmal. Ich habe keine Ahnung, ob das groß war, aber das ist auf jeden Fall, das war erstmal so eine Webseite einfach. Und ich glaube, Lavoo oder Lovo, wenn man es deutsch sagen will, war ziemlich groß. Ja. Und ist auch ziemlich groß. Also okay, Cupid ist eine von diesen ganzen Sachen. Dating-Apps. Und da gibt es so unterschiedliche Sachen, also da gibt es Fragen, die man die man beantworten kann. Und dann matcht es einen ab. Es matcht einen ab? Ja. Abmatchen. Abmatchen, heißt es nicht so? Es matcht einen zusammen. Abmatchen. Ich finde Abmatchen gut. Das bei Tinder irgendwie, das klingt auch so ein bisschen. Das klingt so ein bisschen, das zeigt, das symbolisiert den Wert, was Tinder auch in unserer Gesellschaft hat. Da wirst du abgematcht. Genau. Passt schon ganz gut. Genau. Ja, und das OkCupid guckt halt, welche Fragen du beantwortest und dann darfst du auch immer angeben. Man darf da angeben. Ich darf da. Ja. Ist das der Sinn der Plattform, dass jeder so ein Prollprofil erstellt? Auf jeder Dating-Website solltest du das Beste von dir sagen, sowieso. Ja, aber angeben ist ja drüber. Ja, ist auch okay. Immer im besten Licht zeigen. Okay, cool. Dann lade ich ein weißes Profilbild hoch. Bist du so ein White Boy oder was? Im Herzen. Ich bin im Herzen ein Pool Boy. Im Herzen trägst du eine Ralph Lauren Shirt über die Schultern. Über der Jogginghose. Ja, auf jeden Fall gibt es dann diese Frage und dann kannst du halt sagen, wie wichtig dir das ist, dass der andere so oder so antwortet. Also du musst nicht nur deine eigene Antwort geben, sondern auch die Antwort, die du willst. Aber ist ja auch scheißegal. Okay, Cupid hat einfach 1000 Fragen. Okay, Cupid ist nämlich die eine Sache, die nicht unseren Podcast sponsert. Insofern ist es total egal. Aber diese Fragen sind ganz lustig. Wir lesen jetzt irgendwelche random Fragen von Okay Cupid. Ich lese dir mal eine Frage vor und ich habe hier einen Timer. Und du hast, sagen wir mal, 40 Sekunden, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. What? Ja. Also richtig schnell antworten. Das ist so eine Blitzrunde, okay? Oh Gott. Achtung. Das kann nur nach hinten losgehen. Ich entschuldige mich im Voraus schon mal bei meiner Mutter, wenn sie es immer noch hört. Ich schätze, sie haben abgeschaltet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Eltern das hören. Nicht alle Fragen sind sexuell oder sowas. Es gibt auch normale Fragen. Okay, Achtung. Sorry, Mama. Bereit? Los. Breit. Findest du, ich muss das immer übersetzen auf Deutsch, weil die Fragen auf Englisch sind. Die 40 Sekunden ticken für mich gerade. Nein, ich mach nochmal neu. Also das zähle ich jetzt nicht mit rein. Hast du das Gefühl, dass du mehr open-minded bist, nachdem du einen neuen Ort besucht hast? Vielleicht? Nee, nicht wie. Ja oder nein? Wenn ich nicht weiß, weiß ich es halt nicht. Okay, du weißt es also nicht. Ich warst du noch nie an einem neuen Ort? Du warst immer nur in Hamburg dein ganzes Leben lang. Nein, natürlich nicht. Ja, hast du das Gefühl, nachdem du einen neuen Ort besucht hast? Es ist aber wirklich lange her tatsächlich. Ich bin seit Jahren, etlichen Jahren nicht mehr unterwegs. Du musst unterwegs. Mehr reisen. Ja. Okay, das nimmt viel zu viel Zeit ein. Siehst du? Wärst du traurig oder genervt, wenn dein Partner auf dem Schoß von jemand anderem sitzen würde? Nein. Sehr gut. Denkst du, es ist die menschliche Natur zu flirten, selbst wenn man mit jemandem zusammen ist? Menschliche Natur, das ist mir zu weit gedehnt, kann ich nicht beantworten. Okay, es gibt nichts Langweiligeres als die Antwort, weiß ich nicht. Ja, denk dir doch eine Antwort aus. Okay. Also, nächste Frage. Ja. Denkst du, es ist wichtig, typische Genderrollen im Dating zu hinterfragen? Nicht, wenn du Sex mit Patrick Stewart hast. Okay.
Weil Patrick Stewart, das wissen wir alle, hat das Scheiße-Symbol in Emoji-Movie gespielt. Und wir wissen alle, dass Patrick Stewart meine nächste Cards Against Humanity ist. Ach was. Die ich gerade eingebaut habe, völlig ohne, dass du es gemerkt hast. Okay, nächste Frage. Was ist das, das anstrengendste und nervigste am Dating? Ein Match zu kriegen. Ja, ein Match zu finden, das stimmt. Ich guck mal kurz, deine 40 Sekunden sind sowieso alle. Mein Problem bei diesen Fragen ist, ich habe wirklich oft die Antwort mit dem ich weiß nicht, weil ich die Frage zu offen formuliert finde. Ja, aber also das ist dann muss man sich, glaube ich, einfach selber die Parameter stecken. Dass man einfach sagt, okay, für mich ist es jetzt das und das und das. Ja, wahrscheinlich, aber genau aus dem Grund funktioniert wahrscheinlich so die Art von Dating für mich nicht so gut, weil ich immer die Leute, die irgendwie behaupten, dass sie das so ganz klar definieren können, will ich schon meistens nicht kennenlernen. Man kann aber auch noch einen Text dazu schreiben. Das ist schon mal besser. So, jetzt bin ich dran. Du kannst immer auf Skip drücken, dann kommt die nächste Frage. Ach du Scheiße. Okay, wo steht es? Da steht die Frage. Ich drücke auf Skip. So, Mariam, deine Zeit läuft dann ab jetzt. Bist du traurig, wenn... Das hatten wir doch gerade. Ja, deswegen sollst du ja auf Skip drücken. Habe ich ja gemacht, aber die kam anscheinend wieder. Okay, wie viel Mitgefühl denkst du, was ist DTF? Hier ist eine Abkürzung. DTF heißt Down to Fuck. Down to Fuck? Oh, du kennst das und ich nicht. Ich bin schon lange im Dating. Du bist schon lange im Dating unterwegs. Ich habe tatsächlich noch nie DTF auf mein Profil geschrieben. Das könnte man sich auch irgendwie anders holen. Okay, gut. Ah, gut, ich habe wieder was gelernt. Ist ja auch ein Bildungsauftrag, den wir hier verfolgen, genau, mit diesem Podcast. Jetzt wisst ihr Bescheid. DTF, okay. Wie viel Mitgefühl denkst du, ist da bei DTF-Dating heute? Wie viel man dann fühlt? Nicht viel. Ja, interessante Frage. Wer beantwortet das denn mit Ja? Wer sagt denn so, ja, down to fuck Dating, das ist so das Ding, wo ich irgendwie schon die große Liebe auch. Und da fühle ich schon das meiste. Bei so Casual Dating fühle ich eigentlich nichts. Nee. Das ist so, das geht so völlig an mir vorbei. Die Leute, die wirklich einen Boyfriend oder Girlfriend suchen, so, die finde ich echt ein bisschen zu krass. Also DTF ist schon das, wo ich die meisten Emotionen habe. Ich habe mich noch nie verliebt bei Casual Dating. Ich treffe immer so das Date, dann mache ich so 5 Minuten, rede ich mit denen, dann hole ich die nächste. Aber was bei Down-to-Fuck-Dating, das dauert richtig, dann bin ich richtig emotional drin. Was ist denn für dich Casual-Dating? Das Gegenteil von Down-to-Fuck-Dating. Aber Casual heißt ja so Larifari. Ja. Was? Casual ist ja so Larifari, ist eigentlich egal, ist so... Naja, so normal. Okay, eigentlich. Okay, also... Normal. So einfach eine andere Definition von Casual. Was heißt denn, was ist denn die wörtliche Übersetzung von casual? Das ist doch so, die wörtliche weiß ich auch nicht, aber sinngemäß ist doch so ist schon halt nicht so normal förmlich. Durchschnitt so. Nee. Oder? Nee, casual ist eher so, dass es dir eher egal ist. Also casual dating ist eher so, dass du 5 Leute nebeneinander datest und sagst, ah, dich will ich nicht mehr, ah, okay, du kannst hier noch mit, ja, okay. Also, dass es dir eigentlich nicht wichtig ist. So, jetzt ist das Handy auch ausgegangen, solange wir geredet haben. Jetzt kannst du den Bildschirm nochmal anmachen. Tja, das passiert, wenn man, also ich glaube, die 40 Sekunden sind auch längst. Ich habe schon geskippt. Wenn man casual datet, gehen halt irgendwann die Lichter aus, weil es einfach so fucking boring ist. Ja, genau. Dann lieber DTF. Hast du mal ein Date gehabt, wo du nach 2 Minuten oder so oder nach 2 Sekunden schon gedacht hast, okay, ich kann jetzt auch gehen? Diese Woche? Echt? Nee, das war eine Frage, ob die Zeitspanne diese Woche ist. Überhaupt, ob du überhaupt schon mal so ein Date hattest? Also wenn überhaupt, ja, hatte ich schon. Und wie bist du damit umgegangen? Also zunächst mal denke ich mir aber auch, nur weil, das ist ja nur der erste Eindruck letzten Endes. Es kann ja auch sein, dass man sich im ersten Eindruck, was heißt, es kann sein, es kann oft sein, dass der erste Eindruck mal vollkommen daneben liegt. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, musst du ihm halt auch eine Chance geben. Hast du auch gemacht? Ja, klar. Und dann war's. Hast du dich gehört im ersten Eindruck oder war es wirklich? Nee, es war schon nicht so geil. Und was habt ihr dann gemacht? Wir waren vereinbart auch fürs Kino. Sowieso. Ach so, und dann wart ihr einfach im Kino und dann hast du danach gesagt, okay, ich geh jetzt dann auch nach Hause. Nee, wir haben schon noch so getan, als ob. So, ja, war doch ganz nett. Oh Gott. Und so, und dann hat sich's aber super schnell verlaufen. Ja. Einmal geschrieben noch. Das war's. Ich hatte das auch einmal, dass der ist reingekommen und schon als er durch die Tür gekommen ist, habe ich gedacht, oh shit. Also nicht, weil der irgendwie schlecht aussah oder so, sondern der sah einfach mega langweilig aus. Also der hatte nichts Interessantes.
Und dann kam er halt rein, dann haben wir geredet und das Gespräch war genauso wie der erste Eindruck. Es war so langweilig, es war total so eine Bewerbungsgesprächssituation. Und seine Größe, die größte Leidenschaft, die ich aus ihm rauskitzeln konnte, war das Angeln. Wow, also, wie spannend. Jetzt nichts gegen Angler? Nee, nichts gegen Angler, aber ich bin halt nicht so ein Angelmensch. Ja, das ist ja okay. Das hat halt einfach nur so ein bisschen bestätigt, was ich gerade... Und ich bin echt so blöd, ne? Ich, anstatt dann einfach zu sagen, okay, es reicht jetzt auch, ich gehe nach Hause... Ich habe mich so schlecht gefühlt, den da sitzen zu lassen. Ja klar, ja, das ist, würde ich auch. Ich war noch ewig mit dem, dann sind wir noch Karaoke singen gegangen, weil das ist für mich immer die Lösung. Wenn irgendwas schlecht die ist, Lösung. Gehe ich Karaoke singen. Weil Karaoke singen ist immer cool. Das und dann ist immer die Lösung. Bin ich mit dem halt Karaoke singen gegangen und er saß da halt rum und hat mir irgendwie eine Cola ausgegeben. Ich wollte halt auch nicht dann irgendwas Teures nehmen, weil ich schon wusste... Das wird nichts. Und dann, oh, das ist ein interessanter Clou. Also wenn ich mal ein Date habe und die Frau oder die Frau will nichts Teures haben, dann merke ich, okay, du hast verkackt. Eigentlich. das muss nicht unbedingt sein. Also ich nehme oft einfach nur eine Cola oder irgendwas Günstiges, weil ich mich allgemein nicht so wohl fühle, Leute auszunutzen. Wieso das denn nicht? Das ist voll der Trend in der ersten eigentlich Welt. Eigentlich könnte man das einfach mal machen, ne? Du hängst da, also der erste Welttrend ist auf jeden Fall. Ja, auf machst jeden Fall. Du auch. Was denn? Ausnutzen. Im Durchschnitt, ja, du hast, ich habe die Zahl vergessen. Ich finde jetzt irgendwie, es gibt auf jeden Fall eine Zahl. Du hast vielleicht so ungefähr 16 Sklaven sowieso, allein dadurch, dass du in der ersten Welt lebst. Sklaven? Ja, weil woanders auf der Welt die Leute halt den ganzen Tag arbeiten, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen, so zu irgendwelche Näher oder ach, sonst für was. Für mich sozusagen, damit ich so leben kann, wie ich lebe. Damit die erste Welt am Laufen gehalten wird. Ja. Irgendeine Zahl gibt es. Ich glaube, es ist 16. Shoutout zu allen meinen Sklaven. Oder es sind 8 oder so. Keep ungefähr so viele Zuhörer, oh wie wir Gott. Haben. Oh Mann, ey. Ja, das ist echt blöd. Man muss da, eigentlich übel. Ein bisschen zurückschrauben. Okay, cool. Auf jeden Fall hat dieser Typ dann so lange da rumgehangen. Und ich habe ihm oft gefragt, der wohnte nämlich weit weg. Ich habe oft gefragt, sag mal, so er wohnte kriegst du weit noch, weg. Er wohnte weit weg. Und wie weit weg? So weit, dass er wirklich halt noch Regionalzug eine und sowas hat. Also so, dass ah, er genau, halt ich wollte gerade sagen, ein anderes, nicht mal die Stadt, sondern wirklich schon ein anderes. Ja, wenn, dann war es Rand. So. Aber also es war kein anderes Land. Nein. Was mich nämlich zu der Frage führt, wie wichtig ist es dir, wenn du jemanden datest, dass du aus dem gleichen Land kommst? Super unwichtig. Ist es? Ja, es ist mir richtig unwichtig. Okay, warum? Also es wäre cool, wenn das nicht zu weit weg ist, das Land, damit man sich noch sehen kann. Aber ansonsten, solange der dann Englisch spricht oder halt trotzdem Deutsch, ist das für mich kein Problem. Okay, und wenn es dann halt zu einer Beziehung kommt, ist eine Fernbeziehung? Ja, ist dann halt so. Hattest du schon mal eine Fernbeziehung? Ich hatte noch nie wirklich eine Beziehung, also hatte ich auch noch nie wirklich eine Fernbeziehung. Aber du hattest im Podcast auch schon mal erzählt, dass du so erste beziehungsmäßig und so, die halt ich waren hatte alle nur so kurz. Aber die waren immer alle nur so ganz kurz, ja. Was war die längste? 3 Monate. Wow. Das war die erste Beziehung, die ich hatte. 3 Monate, das ist ja nicht so lang. Nicht so lang, nee. Oh. Ja. Tja, schön, dass wir von meiner Geschichte, die eigentlich noch gar nicht zu Ende war, von meinem schlechten Date, jetzt dazu gekommen sind, dass ich anscheinend beziehungsunfähig bin. Es liegt an den Männern, Mariam. Es liegt nicht an dir. Du bleibst so, es wie du bist. Es liegt an allen Männern, anstatt ja, bleib an so, bleib einen, so, wie du anstatt bist. An der einen Sache, die gleich ist, an diesen ganzen Situationen. Genau. Wenn du genauso bleibst, wie du bist, wirst du irgendwann die Liebe deines Lebens werde ich finden. Irgendwann jemanden finden, der genauso verkorkst ist. Ja. Ja. Ich habe halt einfach nur und dann bleibt hohe ihr Standards. Auf jeden Fall zusammen. Aus welchen einfach Gründen nur, weil auch immer. Man muss. Aus Verzweiflung. Endlich habe ich jemanden gefunden. Genau. Den lasse ich nie wieder los. Ist mir scheißegal, dass er Drogen nimmt. Hey, don't judge. Ja, eben. Kann ich noch die Geschichte mit dem Typen zu Ende erzählen oder interessiert das jetzt auf keinen Herzen. Mehr? Ja, ich finde das irgendwie komisch, die so abzubrechen und du gar kannst, nicht. Ja, klar. Der, ich habe ihn mehrmals gefragt, ob er jetzt nicht so, weil ob er seinen Bus überhaupt noch kriegt, ob da überhaupt noch was fährt. Und er meinte immer so, ja, da kommt schon was, da kommt schon was. Ich glaube, sein Hintergedanke war, dass er es verpasst und dass er dann bei mir schlafen kann. Ganz ehrlich, ich glaube, das war das, worauf er hinaus wollte. Das kann gut sein. Und ich, bei mir war halt so, auf gar keinen Fall nehme ich diesen Menschen mit zu mir nach Hause. Das ist eine Strategie, die Typen manchmal verfolgen. Ja. Und genau, dann habe ich halt ihm gesagt, so, willst du nicht lieber nochmal nachgucken und so? Und dann hat er nachgeguckt und dann war es so, oh, mein nächster Zug oder Bus oder was auch immer fährt in 4 Stunden oder so. Und ich halt so, ich saß da so und es war halt schon irgendwie richtig spät. Und es war schon
halb drei oder so. Und ich war einfach die ganze Zeit mit diesem blöden Date da. Also ich wollte halt einfach nicht mit ihm jetzt noch vier weitere Stunden da rumsitzen. Und dann habe ich ihn, meinte ich halt echt so... Taioase. Ich habe eigentlich... Nee, Tawandeng. Ich habe halt keine Lust, jetzt hier noch mit dir zu sitzen. So ungefähr habe ich das gesagt. Also ich habe es nicht so doll gesagt. Naja, auf jeden Fall ging es dann irgendwann so weit, dass er total beleidigt und eingeschnappt abhauen wollte. So von wegen, ja, wenn das so ist, dann kann ich jetzt auch gehen. Und ich wollte ihm halt noch so erklären, so hey, das kann halt mal passieren, aber das muss ja nicht heißen, dass du jetzt dich davon total so einschüchtern lassen musst. So. und dann, aber ich wollte ihm das sagen, er hat mich nicht zu Wort kommen lassen, er hat mich so weggestoßen und ist halt rausgerannt. So. Und ich habe dann den Abend noch weiter Karaoke gesungen. Und dann haben wir aber noch SMS geschrieben oder WhatsApp und ich habe ihm halt geschrieben, so ey, das fand ich richtig blöd, dass du einfach so weggestürmt bist. Also mal abgesehen davon, dass ich 7 Stunden oder so mit ihm verbracht habe, obwohl ich ihn scheiße. Aber wieso schreibst du ihm dann noch? Das war doch die Gelegenheit so, okay, komm, jetzt ist er weg. Weil ich habe immer dieses Weltverbesserungsding in mir. Ich denke immer so, ich muss den Leuten sagen, wenn sie sich schlecht verhalten. Damit die nächste Frau nicht leiden muss. Sag ruhig Weltverbesserung, das klingt so viel positiver als... Damit die nächste Person nicht leiden muss, weißt du? Ja. Nicht für mich, sondern einfach damit er nicht wieder jemanden wegstößt, der ihm gerade was sagen will. Okay. Also er hat mich halt nicht zu Wort kommen lassen und das fand ich halt assig. Und es war auch nicht so, als hätte ich ihm irgendwas Fieses an den Kopf geschmissen. Es war einfach, dass ich halt gesagt habe, ich möchte nicht gerne noch 4 Stunden mit dir hier sitzen. Um 2 Uhr nachts. Ich finde, das ist etwas, was man jemandem ruhig sagen kann. Also das ist doch eine relativ plausible Sache. Kann man machen Sache, beim oder? Ersten Date, wo Online-Dating, Dating-App? Ja, Tinder. Tinder. Seit kurzem folgt dieser Mensch mir übrigens bei Instagram. Und demnächst wird er diesen und Podcast und liked hören. Immer meine ganzen Sachen. Und ich denke immer so, hä, warum? Warum bist du wieder in mein Leben getreten? Wenn er von dem Podcast Wind kriegt, hört er auch das und dann hört er jetzt mich sagen, hey, zieh mal einen Stock aus dem Arsch. Wie lange ist das her? Weil vielleicht hat er mittlerweile ja schon... Ein Jahr oder so. Ja, vielleicht hat er in dem Jahr den Stock rausbekommen. Ja. Weiß man nicht. Meinst du, ich soll ihn mal anschreiben? Schreib ihm doch. Mach doch mal einen Instagram-Post, hey, der so voll auf ihn ausgerichtet ist. Am besten irgendwie mit seinem Foto noch oder so. Ja, irgendwie sowas. So. Hey, war damals schon cool, wo auch immer du jetzt bist. Ja, wo auch immer du sein magst, Liebe meines Lebens. Das ich hab dich nie vergessen. Abend. Du wirst immer in meinem Herzen bleiben. Das fände ich voll interessant, was dann für eine Reaktion. Okay, das wäre echt fies. Das ist so die Definition von Mobbing. Von Internet-Mobbing. Das ist die Definition von Menschenexperimente. Ja. Psychologie-Experimente mit lebenden Probanden. Klingt schon gut, Menschenexperimente. Ja. Hast du noch irgendwelche interessanten Storys auf zum Dating? Lager? Ja. Naja, ich hab, nein, das hat einen ziemlich simplen Grund, weil ich ja keine Dates habe. Du datest nie. Wenn ich könnte, würde ich. Warum? Warum denkst du, geht das nicht? Ich hatte ja Tinder zum Beispiel und so und solche Dating-Sachen, aber zu wenig Matches. Ziemlich simple und so ziemlich im echten simple Leben Erklärung. Hast du da nicht mal irgendwie jemanden gefragt? Hey, wollen wir mal auf ein Date gehen? Funktioniert das so? Dann habe ich es bis jetzt immer falsch gemacht. Ich habe es noch nie ausprobiert so. Also wenn das so läuft, dann wenn du mir jetzt sagst als Frau, du bist jetzt stellvertretend für mich, wie Frauen funktionieren. Probier's mal, sag mal. Dann werde ich in Zukunft zu den Frauen gehen. Das ist mir noch nie passiert. Sagt man denn vorher Hallo? Nee. Ich gehe zum Beispiel. Okay, tu mal so. Also ich bin jetzt irgendwie so eine Frau am Tresen bei Starbucks oder so. Bei Starbucks. Okay, los geht's. Hast du Bock, mich mal zu daten? Nee. Nee, das kommt echt nicht so gut. Natürlich kommt das nicht so. Du sagst ja nicht mal Hallo. Vor allem bist du voll der Fremde. Du müsstest richtig, richtig gut aussehen damit. Und ich trage halt auch fast immer einen Trenchcoat noch, das ist auch nicht so gut. Und nichts darunter. Doch schon, ein Schal. Nicht unterm Trenchcoat. Ja, unter so um dich rumgewickelt, ja. Wie eine Mumie. Ja, ja. Ich habe einen sehr langen Schal. Das ist schon ein sehr interessanter Stil, finde ich. Es ist besonders. Man sagt, bei Dating sagt man auch immer, man will was Besonderes. Zeig deine besonderen Seiten. Ja, und das mache ich und das funktioniert irgendwie nicht. Tja. Ich weiß auch nicht. Hey, bei mir funktioniert Dating auch nicht so. Ich habe auch nicht so viele Dates. Also ja. Ich habe schon öfter mal ein Date, aber
Ja, das ist irgendwie immer so, dann hat man halt ein Date und dann war es irgendwie entweder nett oder nicht so nett. Das ist diese Art von Sätzen, das sagen viele Frauen sowas. Ich habe letzte Zeit mit meiner Ex-Mitbewohnerin öfter dann so über Dating geredet, ja, weil sie halt auch über Tinder und so weiter immer. Ja, ja. Und das ist so deprimierend für jemand, der keine Dates hat, sich so Sätze anhören zu müssen wie, ja, du ab und zu machst du halt mal so ein Date, triffst es öfter mal so und du sitzt daneben und denkst dir so, fuck you, halt die Fresse, so, das kann ja nicht sein, dass du jetzt so darüber redest, als wäre das so ein Everyday-Ding, man macht das halt so, ich stehe auf, putze mir die Zähne, mittwochs ist ein Date, dann freitags habe ich Sport. Aber wie oft bist du bei Tinder? Ja, jetzt gar nicht mehr. Ich bin ja dauernd bei Tinder. Ja, war ich ja. Also einfach immer, wenn ich Langeweile habe, das ist sozusagen mein Computerspiel. Immer, wenn ich auf dem Klo sitze, dann swipe ich. Du hast dafür nicht so viel Ahnung von Computerspielen. Ja, das macht man auch außerhalb des Klos. Das ist mein Handyspiel. Weil so anstatt Snake zu spielen. Snake? Wie spielt man heute noch? Ich habe auch Snake auf dem Handy. Wird Snake heute noch gespielt? Gibt es noch Snake? Ja. Also ja, es gibt ja so, das klar, es gibt als noch, App. Es gibt als App, ja, aber die Kids von heute, laden die auch noch die App runter oder laden das nur noch die Leute von früher runter, weil sie denken, oh, Retro. Ich wette nur noch die Leute von früher, natürlich. Ja. Es gibt so viele andere Spiele, die aber mehr. Aber Snake ist halt auch wiederum so ein Klassiker, wo sich, also als ich irgendwie in einem gewissen Alter war, dachte ich mir auch, ich probiere mal die Sachen von früher, so einfach, um mal so reinzugucken. Die Kids von heute tragen auch Chokers und so, also insofern. Wie bitte? Die Kids von heute tragen auch diese... Mir ging es nur um das Wort. Im Deutschen hießen die, glaube ich, Tattoo-Ketten oder so. Diese Ketten, die so ganz eng am Hals liegen. Das tragen die heute auch. Das war auch in, als ich 12 war. Also das tragen die auch. Also Trends wiederholen sich einfach. Vielleicht finden die Kids von heute auch Snake cool. Aber ich glaube nicht. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, not. Okay, ja. Ich hab nicht genug Kontakt zu Kindern, um das beurteilen zu können. Ich ja eigentlich... Schon, wenn ich einen Job habe. Genau, bald unterrichtest du wieder. Ja. Welche Altersklasse denn? Ja, die sind dann Ende zweite Klasse, wenn ich da reinkomme. Das heißt, die haben wahrscheinlich noch nicht so viele Apps, schätze ich mal. Ja, naja. Naja, obwohl, das sind so ein bisschen reichere Kinder, bestimmt haben die alle ein Smartphone. Heutzutage, Grundschule, Smartphone. Die Schule hat WLAN. Ich habe noch nie in der Schule gearbeitet, die WLAN hat. Ich habe meistens in Schulen gearbeitet, die nicht mal normalen Empfang hatten, sodass ich einfach von der Welt abgeschnitten war, wenn ich in der Schule bin. Meine Schule hat auch WLAN. Wow. Bist du nie noch auf Schule? Voll in der Mönckebergstraße. Und das WLAN hat kein Passwort. Okay, warte mal, das ist aber keine Schule, die du gerade meinst, sondern das ist deine Ausbildungsstätte gewesen. Nein, jetzt, wo ich jetzt unterrichte. Ach, wo du jetzt unterrichtest. Ach so, okay. Aber ich unterrichte halt keine Kinder, ich unterrichte halt Deutsch als Fremdsprache. Für cool. Erwachsene. Voll gut. Und das ist, wusstest du nicht. Nee, ich dachte, du gibst Musikunterricht. Nee, im Moment unterrichte ich Deutsch als Fremdsprache. Ach so, immer wenn du sagst, es kommt vom Unterricht, dachte ich, dass du Gitarrenunterricht gegeben hast. Warum ausgerechnet Gitarre? Weil hier so viele Gitarren hängen. Ja, ganz ehrlich, hier sind fünf Gitarren in meinem... Blickfeld gerade. Fünf Gitarren und ein Cello. Es ist ja so seltsam, dass ich darauf komme, dass, wenn du Unterricht sagst, dass du dann Gitarrenunterricht machen könntest. Es ist, naja gut, in der, ja, okay, ich verstehe, wie du denkst, aber als ich Musik unterrichtet habe, ich unterrichte nicht Gitarre. Also ich konnte Gitarre unterrichten, aber ich habe Gesangsunterricht gegeben. Das ist auch meine Haupt Stimmt, Ausbildung. Das machst du ja auch im St. Georg, ne? Genau, da gebe ich einen Gesangsworkshop. Cool. Für Interessierte, kommt zum Gesangsworkshop nach St. Georg. Wann ist der? Im April, das genaue Datum weiß ich nicht. Und okay, also guckt mal Kulturladen St. Georg. Kulturladen dann könnt St. Georg, das ist wirklich ein schöner Laden. Das ist ein Laden, kennst du den? Also du, klar, ich, du warst ja da. War doch da, du da hast da du mir den einmal. Hurensohn vorgeworfen. Ja eben, das ist doch auch was, wo man Impro machen kann und wo Kultur ist. Da ist die Kultur. Wirklich, die haben so viel Angebote. Hamburg hat sonst auch keine Kultur. Die haben richtig viel Angebote, musste ich feststellen. Das ist ein ja, cooler Laden. Unsere Podcast ist auch gesponsert von... Von Kulturladen St. Georg. Die haben es nämlich dicke. Sonja. Kulturläden haben immer... Die sitzen auf dem Berg aus Gold, diese Kulturläden. Ja, ist so. Die werden auf Gold gebaut. Und aus Gold. Ja, es geht ineinander über. Aus Gold, auf Gold, und mit um Gold, Gold herum. Um Gold herum. Ja, das ist tatsächlich so. Also, ne,
was ich, wir sind auch wieder wie bei deiner Geschichte von dem Dating jetzt völlig abgedriftet. Ja, erzähl zu Ende. Mit dem Tinder-Date und sowas. Ja. Ich versuche jetzt gerade, was heißt jetzt gerade, seit ein paar Monaten oder sowas, bin ich viel mehr auf dem Trip. Ich habe auch Tinder gelöscht, schon seit 4-5 Monaten oder so. Okay. Und ich habe mir gesagt, du musst es endlich mal gebacken kriegen, im echten Leben Leute kennenzulernen. Ja. Das ist so voll mein Plan irgendwie. Ja. Weswegen ich halt auch, ich bin zurzeit so oft unterwegs. Ich überlege heute noch wegzugehen. Aber geh mal echt nicht nur feiern. Nee, das, genau, ja klar, das auch so. Aber feiern ist halt schon mal der erste Schritt. Das, oder beziehungsweise nicht der erste Schritt, das ist so, da kannst du halt üben. Ja, da kannst du üben, so Training, zu flirten so. Und zu sozialisieren. Genau, und, so. Und das, da bin ich auch schon so furchtbar schlecht drin. Ich finde, alles, was du gerne machst, was nicht bei dir zu Hause ist. Ich feiere halt auch wirklich gerne. Ich gehe wirklich gerne weg und mache das. Das ist richtig so ja, mein... Ja, okay, aber zum Beispiel die Musiksache. Du kannst halt auch voll, du kannst halt auch voll gut bei Open Stages jemanden kennenlernen. Weil da sind halt Leute, die alle ein ähnliches Interesse haben. Und dann genau. Und erstens bist du dann da und hast einen guten Abend, weil du sowieso selbst Bock auf Musik hast. Zweitens bist du da und mit Leuten, mit denen du dich gut verstehst, egal ob du jemanden triffst, den du dann daten willst oder nicht, aber trotzdem kennst du vielleicht neue Leute oder auch Networking für die Musik oder was auch immer. Und als Nebeneffekt findest du vielleicht auch jemanden, den du daten magst. Und das, finde ich, ist das Beste. Das ist auch sogar ein bisschen, wie ich im Impro reingekommen bin. Übers Dating. Nee, weil ich einfach was machen wollte, was mir gefällt. Ja, klar. Und wenn ich dann jemanden kennenlerne über diese Sache, den ich daten möchte, dann ist es halt total gut. Aber wenn ich den nicht finde, ist es halt trotzdem noch total gut, weil mein Leben bereichert ist durch die Sache, natürlich, die ich mache. Klar. Deswegen. Und feiern ist immer mal schön, finde ich jetzt aber nicht so mega lebenbereichernd. Also wenn, also so, was ist denn deine Leidenschaft? Oh, meine Leidenschaft ist feiern gehen. Wodka! Nee, aber das wär auch schon ein Interesse, die ich mit meiner potenziellen Freundin, würde ich auch durchaus immer noch dann als Freundin feiern gehen und so. Und also ich habe schon wirklich dir? So ein überdurchschnittliches Feierinteresse, sag ich mal. Also ich finde, ja, ist ja, spricht nichts dagegen, aber ich finde letztendlich wirst, oder es ist relativ wahrscheinlich, dass du beim Feiern eher Leute kennenlernst, die nicht unbedingt auf was Ernsthaftes aus sind. Ja, genau, das ist ja auch erstmal gar nicht so schlimm. Also jetzt für zum Training. Ja, aber das ist dann eher etwas, wie du One-Night-Stands findest, nicht etwas, wie du Dates findest. Ja, klar. Aber selbst das ist, also mein Problem ist ja, ich habe generell, ich habe beides nicht wirklich. Okay, also du willst einfach nur Sex haben. Ich habe Hauptsache genau. Irgendwas. Darum geht's. Ich will keine Dates, keine Beziehung, keine Freundin. Wenn's ein gut aussehender Typ ist. Ist auch okay. Hey, Mund ist ein Mund. Oh Mann. Genau. So viel zu meinem Sexleben. Und auch diese Sendung wird nicht an meine Mutter geschickt. Du hättest es ja gar nicht aussprechen müssen. Das war ja deine Intention. Wenn es kommt, kommt. Wenn es kommt, dann kommt's, ja. Ja, also ich glaube einfach, dass es total hilfreich ist, wenn man Sachen findet, außer feiern und außer Computerspielen und außer im Bett liegen und schlafen. Irgendwie Sachen, die auch soziale Kontakte wirklich fördern, die einem aber Spaß machen. Also, bei dir ja. Wäre das Erste, was mir einfällt, halt Open Stages und hab so. Habe ich ja auch gemacht, als ich neu in oder Hamburg auch war. Das Couchsurfing-Treffen zum Beispiel. Ich bin ja auf viele Open Stages, als ich neu in Hamburg war. Da wird zu viel geflirtet. Auch nichts passiert. Open Stages, ja okay. Open Stages sind aber auch Musiker. Und Musiker sind manchmal ein bisschen verklemmt und schüchtern. Ja, wenn sie nicht auf der so Bühne sind. So wie ich. Ja, du bist richtig schüchtern. Und ja, verklemmt. Du bist ja auch der White Boy im Inneren. Nein, ich habe, weil du so über Dates redest und es hat man halt mal so, irgendwie mittwochs ist halt Date-Tag. Mhm. Ich hatte halt, seit ich in Hamburg bin und ich hatte eine ziemlich lange Zeit auch Tinder in dieser ganzen Phase, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren hier, in den 2,5 Jahren hatte ich dieses eine nicht so gute Tinder-Date und ich glaube ein zweites, wo ich wirklich mich mit der Frau getroffen habe und das war ein ziemlich komischer Abend, weil sie halt auch mit anderen Leuten, das war zufällig dann. Wir haben zufällig gesagt, okay, wir treffen uns jetzt noch irgendwie auch mit anderen. Mhm. Und seitdem ist es eine einigermaßen gute Freundin. Mhm. Und es war halt auch kein Date. Es waren mit anderen Leuten und so. Und wir sind jetzt ab und zu zusammen feiern. Wir waren irgendwie. Ja, ist doch gut. Ja, genau, zum Beispiel. Aber das waren die einzigen zwei Tinder-Leute, glaube ich, die ich jetzt in 2,5 Jahren Hamburg über Tinder getroffen habe. Schreibst du die Leute dann, also matchst du überhaupt niemanden?
Also von den, wie viele Matches hatte ich in den 2,5 Jahren? Sagen wir mal so ungefähr 13. Okay, also wir müssen dein Profil überarbeiten. Was hast du da reingestellt für Bilder? So deinen Ellenbogen oder was? Also ich habe einen schönen Ellenbogen. Sein. Ja, aber das reicht nicht. Dein Trenchcoat mit Schal-Kombi, oder? Der ist auch sehr schön. Kannst du nichts gegen sagen. Also vielleicht sollte ich mir mal dein Profil angucken und das überarbeiten. Ich habe das schon mit Frauen zusammen überarbeitet und alles. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass du null. Wieso denn? Wieso solltest du nur 13 Matches in zwei Jahren kriegen? Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also es waren einfach nicht viele. Komisch. Also ich hab relativ viele Matches, aber es schreibt nie jemand. Das ist immer eher das Nervige, finde ich. Also ich bin dann immer so, oh cool, gematcht, okay, passiert nichts. Und auch wenn ich dann schreibe, kommt auch oft nichts zurück und so. Und ich glaube, das liegt daran, dass Männer immer einfach alle auf Ja klicken. Habe ich dann auch gemacht, am Anfang noch nicht, später schon. Und wenn man dann demjenigen schreibt, dann ist er so, oh shit, die wollte ich eigentlich nicht. Und dann das kann halt absolut nicht sein, ja. Ist mir auch einmal passiert, ich schreibe aber zurück. Ist aber nicht der Sinn von Tinder. Da ist total dieses, oh, ich kann nicht rejected werden, weil wir haben uns ja gematcht. Voll fies, so, ne? Dann ist das weg. Ja, genau. Ich hatte mal tatsächlich einen, mit dem habe ich dann geschrieben und der meinte dann irgendwann so, ja, du, sorry, aber du bist halt echt nicht mein Typ. Und ich dann so, hä? Wie bin ich dein Typ? Du hast mich doch gematcht. Und er so, ja, aber ich match halt alle. So. Okay, dann höre ich jetzt halt auf, bei Tinder selbstbewusst zu sein. Bei Tinder Selbstbewusstsein. Vielleicht war schon der Fehler, damit anzufangen, bei Tinder selbstbewusst zu sein. Oh Gott, wenn man nicht selbstbewusst ist, dann hat man sowieso verloren. Selbstbewusst im echten Leben vielleicht. Vielleicht nicht bei Tinder. Aber dazu auch, von diesen wenigen Matches kann ich ja noch, ich habe ja noch viel mehr anzubieten, was auch noch meinen Status und mein Bild nach außen, nach unten zieht. Cool. Und zeigt, wie armselig dieses Leben noch ist. Ja. Ich habe halt auch so Leute oder Frauen kennengelernt, seit ich hier in Hamburg wohne, beim Feiern kennengelernt, irgendwie mit denen dann auch was lief, 3 in 2,5 Jahren. Ist jetzt auch nicht wirklich so viel, vor allem wenn man vor dem Hintergrund bedenkt, wie oft ich halt wirklich tatsächlich feiern gehe, auch mit dem, eigentlich mit dem Willen irgendwie kennenzulernen. Und daran. Und eine davon war letztes Wochenende. Und sie hört diesen Podcast. Echt? Ist das die, die du am Anfang mit einem anderen Namen genannt hast, die Person? Am Anfang habe ich Andreas und Martin erwähnt. Und da ging es ja um Freunde aus, das ist einfach von früher und so. Ja, wie heißt sie? Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt laut sagen darf oder so. Ruf mal Luke wieder an. Ruf jetzt an, wenn du das hörst. Ruf jetzt an und du kriegst noch ein Set von Steakmessern dazu. Der Hot Button schlägt nur einmal zu. Aber ja, mein Problem ist wirklich, wie du schon sagst, Musiker sind auf der Bühne vielleicht mal so ganz nach außen. Aber so im echten Leben, ich finde das, es ist so viel schwerer, das echte Leben, als die Bühne. Die meisten, also viele Musiker, die ich kennengelernt habe, sind eher introvertiert. Ja, ich kenne so viele. Ja, ich kenne auch einige, nicht so viele wie du wahrscheinlich, aber ja. Ja, schade, weil Musiker sind eigentlich cool. Natürlich sind Musiker cool. Aber dann lernt man die nie kennen. Weil sie im echten Leben nämlich verkacken. Dann sind sie weg. Sie brauchen halt eine Bühne. Also ey, Bühne kann man halt lernen, das ist nicht so schwer. Das echte Leben kannst du nicht, also es ist schwieriger zu lernen. Die meisten Impro-Leute sind eher extrovertiert. Ja, das hätte ich jetzt zumindest auch als... Zumindest wenn sie lange Impro machen. Das ist jetzt auch so mein Vorurteil gegen Impro. Dass man... Ja, gibt ja auch positive Vorurteile. Ja. Ich verurteile dich positiv, bevor ich dich kennengelernt habe. Das mache ich immer bei Menschen mit gefärbten Haaren. Echt? Die haben bei mir immer so dieses positive Vorurteil, wahrscheinlich linkspolitisch, wahrscheinlich so alternative Lebenseinstellungen und das finde ich alles gut. Und dann denke ich mir immer, okay, wenn du gefärbte Haare hast und dich so in die Gesellschaft raustraust, dann bist du bestimmt eine coole Person, ich tendenziell kennenlernen will. Ich hatte 4 Jahre lang komplett gefärbte Haare. Ja, siehst du. Und dann hatte ich 1 Jahr lang jetzt gerade Naturhaare und ich habe mir heute Bleichungsmittel wieder geholt. Ich bin so, es juckt mir die ganze Zeit in den Fingern. Hast du erzählt? Jetzt habe ich den Job, jetzt werden die Haare wieder bunt. Ich musste sie halt erstmal ein bisschen wieder gesund werden lassen. Ich habe sie abgeschnitten dann auch. Und jetzt können sie wieder kaputt gemacht werden. Jetzt bleiche ich sie und dann kommt erstmal so ein pinkes Rot rein. Kaputt machen. Ja. Haare kaputt machen. Haare sind dafür da, sie kaputt zu machen. Sind es nicht eh tote Zellen? Ich kenne mich mit Haaren nicht
aus. Ich glaube, die sind schon, also tote Zellen sind relativ kaputt. Also die Haare können echt richtig kaputt gehen von, von Bleichen. Was passiert? Es werden alle natürlichen Öle rausgezogen. Es wird alles, was die Haare eigentlich, also eigentlich sind sie, glaube ich, nicht tot. Weil, und wie fühlt es sich dann an danach? Einerseits sehr trocken, andererseits so ein bisschen gummimäßig. Also besonders, wenn die nass sind, dann. Also ganz so krass war es bei mir noch nicht. Bei mir war es einfach nur super trocken. Wie so ein bisschen wie Puppenhaare. Ja. Halt nicht mehr so cool. Und aber sieht halt super schön aus. Also ich bin nicht unbedingt so mega krass linksradikal. Du hast ja auch jetzt keine gefärbten Haare mehr. Jetzt kriegst du keine positiven Vorteile von mir. So, ich bin nicht so in diesem Klischee drin, aber ich finde einfach bunte Haare super schön. Ja, ist auch cooler. Cooler als normal. Ich mag's. Und es wird jetzt erstmal ein pinkes Rot und danach wird's grün. Wenn das klappt, weil Rot und Grün sind Komplementärfarben, muss ich mal gucken. Aber eigentlich will ich das so machen. Kann man auf jeden Fall machen. So, Luke. Was man auch machen kann, ja, ist eine Einwort-Story. Ja, wir müssen mal den Podcast langsam zum Ende bringen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zugehört habt. Ihr 6 Leute und eventuell meine Mutter. Willst du noch eine Einwortgeschichte schnell machen oder beim nächsten Podcast? Wir sollten noch eine machen. Wir haben schon 1:15. Wir schneiden alles andere vorher raus. Wir schneiden alles raus, außer diese Einwortgeschichte. Wir machen Black Stories, Einwortgeschichte. Okay. 20, 30 Minuten, fertig. Du sagst das erste Wort. Ist die Frage, ob wir jetzt in die Einwortgeschichte noch was mit einbringen sollen oder nicht? Ja, okay. Wir ziehen immer oder mal so wieder als Thema vielleicht. Wir machen das hier ist so ein. Nee, nicht immer neue, weil das funktioniert ja nicht. Wir sagen ja nur ein Wort. Ja. Aber wir können ja ein Wort mit der Zeit reinnehmen. Wir picken uns einfach immer so ein Wort raus aus den Sachen. Das könnten wir machen. Oder wir nehmen ein Thema und die Geschichte ist dann zu diesem machen Thema. Machen wir beides. Zieh du mal ein Thema erstmal. Dann mache ich eine neue Karte. Nee, dann ziehe ich ein Thema. Ich ziehe alles raus. Okay, also Einwortstory mit einem Thema von Cards Against Humanity und ab und zu streuen wir vielleicht auch noch Wörter das rein. Das Thema ist halt richtig geil. Was ist das Thema? Ein Zeitreisen-Paradoxon. Wow. In einer Einwortstory. Cool, okay. Das voll gut, das ist richtig geil. Vielleicht sollten wir das doch dafür eine ganz eigene Podcast-Folge machen. Okay, hast du deine Karten? Ich habe hier Karten. Gut, du sagst das erste Wort. Ich sage das erste Wort. Einwortstories, die dritte. Los geht's. Morgen. Gehe. Ich. Zu. Meiner. Freundin. Um. Mit. Den. Ganzen. Wikingern. Zusammen. Zu. Feiern. Danach wollen wir mit multiplen Chromosomen auf einen Partyzug steigen. Der fährt nach 1981. Heute muss ich deswegen zum Arzt. Meine Impfung hatte ein großes Problem. Die Ärztin hat mich gefragt, wieso haben sie keine Ohren? Ich sagte, das kann viele Gründe haben, die ich nicht erfunden habe. Zum Beispiel Feuer oder Eis. Danach bin ich wieder nach Hause gegangen, weil dort der Sex besser war. Okay. Das war auf der Karte drauf. War es zu Hause oder Ärztin? Nee, mein Ärztin? Sex-Dungeon. Deswegen habe ich Sex gesagt. Okay. Weiter. Der friedliche Partyzug fuhr um 14 Uhr, 14 Grad nach, nein, 14 Uhr 36 nach China. Das China in 1981, das haben wir schon geklärt. Ja, genau. Ja. Als wir dann in China ankamen, sah ich Jungfrauen. So dachte ich mir, wow, ich finde heute richtig gute Frauen.
Okay, ich brauche tatsächlich schon neue Karten. Ich habe ein paar Wörter reingehauen. Oh mein Gott. Sie werden mich mit Opium füllen. Meine Penisvergrößerung wird nicht funktionieren, weil Nacktheit keine volle Hose hervorbringt. Natürlich. Das macht Sinn. Natürlich Man nicht. Hat da keine Hose an. Das kann ja gar nicht funktionieren. Es muss ja jetzt noch irgendwas passieren in 1981. Es muss ein Zeitparadox noch irgendwie. Ja, stimmt. Wir sind schon seit 5 Minuten an dieser Geschichte. Okay. Wer hat denn, du hast das letzte Wort? Mhm. Meine? Arschlöcher. Die ich kennen gelernt habe. Wollten nach 1974. Deshalb stiegen wir in den Zug und wollten nach Brasilien 1974 fahren. Als arme. Was? Arme. Adjektiv oder Nomen? Das kannst Nomen du entscheiden. Oder? Du bist der das nächste Wort sagt. Okay. Als arme Veganer. Um meinen Kopf tanzten. Merkte ich, dass ich ein Zeitproblem verursacht. Veganer? Zeitproblem verursacht habe. Ach so, habe. Ich habe verursachte verstanden. Ach so, okay, ah, versucht okay. Hat, habe. Okay. Okay. Ja, ich kann jetzt nicht mehr sehen. Weil alle Veganer mir die Augen rausgerissen haben. Wenn dieses Erlebnis eine Generation überspringt, dann ist die Geschichte wieder geregelt. Allerdings muss die, ich will mal wieder ein Wort von der Story einbringen, muss die Nacht von heute auf morgen nicht zu Ende Zünde gehen. Himmlisch träumte meine Ex-Freundin von ihrer Mutter. Diese dachte sich, Mensch, ich kann auch nicht vegan leben. Ich finde, das war die Story. Ich finde, das ist ein super Ende. Das ist ein super Ende. Hoffentlich sind unsere 6 Freunde keine Veganer. Oder, naja, wenn ja, dann reißen sie uns vielleicht die Augen auf. Ich weiß, dass 2 Fleischesser sind. Von den 3 Leuten, die in dem Podcast hören. Mann, das arme Fleisch. Das wollte auch nur leben, als es noch gelebt hat. Das war mal, ja. Hattest du auch mal Fleisch als Haustier? Eine Katze. Ja. Zählt das? Klar, die hat auch Fleisch. Hat sie. Woanders wird das auch gegessen. Ja, Meerschweinchen auch. Ja, würdest du Katze probieren? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ja? Ja, das sage ich schon so lange, ich würde es auch durchziehen. Das sage ich jetzt hier in diesem Podcast, alle sitzen da und denken sich, ach du also Scheiße. Also ich glaube, wenn ich am Verhungern wäre, würde ich vieles essen. Dann würde ich wahrscheinlich auch Menschenfleisch essen. Ich würde so vieles so gerne mal essen. Würdest du gerne mal Menschenfleisch probieren? Das, nee. Wäre das mal interessant zu wissen, wie das schmeckt? Interessant wahrscheinlich schon, aber rein vom innerlichen, moralischen und weiß ich nicht, überzeugten. Die Person müsste halt sowieso schon gestorben sein. Vielleicht durch einen Unfall oder so? Ja, aber das ist trotzdem, also das weiß ich nicht, nee. Da würde ich eine Grenze ziehen. Ich auch. Ich hätte auch nicht so Bock auf Menschen. Aber ich würde Katze essen.
Echt? Ich würde gerade sagen. Wenn du so nach China reist oder ja. nach so und dann gibst du eine Katze. Ja. War das jetzt rassistisch? Wir sind in jedem unserer Podcasts übrigens mega rassistisch China gegenüber. China ist halt auch so groß. Die haben bestimmt richtig viel zu bieten. Die haben so viel Kultur und schöne Landschaft und so. Und eben, wir so, ja, Chinesen auf dem Kontrabass und die echten Katzen. Wer viel zu bieten hat, hat halt auch eine große Angriffsfläche. Ja, die haben buchstäblich eine riesige große Fläche, die man angreifen kann. Eben. Aber das Ding ist, so was Katzen- und Hundeessen angeht, die Leute, wenn du mit denen halt hier in Deutschland oder in dem westlichen Bereich redest, dann sagen die immer auf keinen Fall und so weiter. Aber das ist halt nur so ein, ich bin adoptiert aus Brasilien. So, ich habe daraus Sachen lernen können, wie zum Beispiel der einzige Grund, warum wir hier Katzen und Hunde lieben und Schweine und Kühe hassen oder sie uns scheißegal sind und wie sie in Massentierhaltung verenden lassen, ist halt die Region, in der wir aufgewachsen sind. Wenn ich nach Indien adoptiert geworden wäre, wie der Zufall will, würde ich keine Kühe essen, würde andere Tiere heilig finden und andere Tiere schlachten. Und ich bin halt adoptiert, aber alle anderen Leute haben sich ja auch nicht ausgesucht. Niemand hat sie ausgesucht. Das ist reiner Zufall, wo du halt aufgewachsen bist, welche Tiere du liebst und welche du hast oder zumindest die egal sind. So, und deswegen, ich würde auch alle Tiere, die wir hier lieben, würde ich probieren. Ich würde sie wahrscheinlich nicht dauerhaft essen und mich davon ernähren, so, aber zumindest mal probieren, gucken, wie sie schmecken. So einmal, um die Erfahrung zu machen und dann aber nicht, ich würde dauerhaft keine Tiere wahrscheinlich essen. Was heißt wahrscheinlich? Ich bin ja Vegetarier. Also schön, dass der Vegetarier das sagt. Also Katze würde ich probieren. Ja. Aber Fleisch ist nicht so mein Ding. Aber Katze würde ich schon mal probieren. Auf jeden Fall. Also wenn dir jemand Katze anbieten würde, dann würdest du das nehmen. Klar. Obwohl du kein Fleisch isst. Ja. Also ist dir Katzen sind dir unwichtiger als Schweine, Rinder und Lämmer und was Hunde weiß ich. Auch. Interessant. Nein, das Ding ist ja, ich bin erst seit, was heißt erst, seit 6 bis 7 Jahren jetzt Vegetarier und ich habe halt über 20... Die anderen hast du schon probiert und deswegen brauchst du sie nicht nochmal probieren, oder? So ungefähr quasi. Ich habe so viel Fleisch gegessen. Ich war der Typ, der bei einer Grillparty mit einer Gabel das Steak einfach so, die Gabel in das Steak von der Grillplatte und dann von der Gabel in den Mund so runtergebissen, ohne Soße oder... Und wie hast du dann aufgehört? Hard Cut. Knallharter Cut. Ich hatte am Abend noch so wie ein Würstchen zu Hause, habe ich mir gedacht, okay, die esse ich jetzt alle auf pur. Ich hab so viel pur gegessen. Ich habe einfach nur pur Fleisch reingegessen, ohne Beilage, ohne nichts. Krass. Habe ich mir gedacht, okay, wie ein Würstchen so eine Dose, die haue ich jetzt noch runter, so alles weg. Und ab morgen probiere ich mal ohne Fleisch. Dann habe ich am nächsten Tag kein Fleisch mehr gekauft. Wow. Und das war's, so ein knallharter Cut, 0 auf 100. Meine Ex-Mitbewohnerin hat das mal gemacht, noch heftiger, von 0 auf 100 auf vegan. Ja. Voll heftig. Die ist jetzt, seitdem sie ihr Kind hat, nicht mehr vegan. Also in der Schwangerschaft hat sie halt gemerkt, sie hat das Verlangen nach Fleisch und so und hat halt gesagt so, nee, ich gebe meinem Körper auf jeden Fall, was er jetzt gerade verlangt, so, weil das Kind ist wichtiger. Ja, ja. Aber die hat das eine Weile lang richtig durchgezogen, war halt echt so von einem auf den nächsten Tag von allem zu vegan. Krass, plötzlich so eine heftige Einschränkung. Ja, harter Schnitt. Hard ich finde das echt krass, dass Leute das so können, dass sie halt einfach so eine dolle Überzeugung haben. Und auch bei dir, das kommt ja aus einer Überzeugung, dass das Tierleben wichtig ist. Oder woher kommt das denn? Das ist nämlich das Vorurteil, dass man immer, meistens stimmt es ja auch, die meisten machen das aus Tierüberzeugung und warum so. Warum machst du es denn? Ich hab's damals zu teuer oder was? Ich hatte kein Geld. Nein, ich hab's damals aus so wirklich globalen Gründen und Umwelt und Menschheit letztendlich. Also Menschheit über Tierheit war Wieso? So mein Ding. Was hat das denn für Auswirkungen global? Ach, alles wegen mögliche. Methan oder was? Nee, nein, nicht nur das. Jetzt kommt so ein Rant gegen alles Mögliche. Nein, das muss ich jetzt möglichst kurz halten. Dieser langweilige Bullshit interessiert niemand irgendwas. Fleischproduktion zum Beispiel ist, die verursacht halt, die braucht zum Beispiel die meiste Wasserproduktion für alles. Also das geht ja nicht nur darum, Wasser, Tiere trinken, die ganzen Geräte sauber halten, die ganze Produktionskette clean halten, bla bla. Also Fleisch zum Beispiel hat halt wirklich den höchsten Wasserverbrauch plus den höchsten Nahrungsverbrauch für die Tiere. Ja. Das muss irgendwo angebaut werden, sodass irgendwo teilweise Länder, ein Viertel Paraguays ist vielleicht komplett vollbedeckt, nur mit Futter, was in die erste Welt transportiert also es war wird, solche Sachen. Ressourcenverschwendung für dich. Ja, und ja. Ja. So im Prinzip und. Meinst du, dass jetzt weniger Ressourcen verschwendet werden? Wegen mir?
Ja, was heißt nur wegen dir? Es sind ja viele Leute Vegetarier. Also es werden ja immer mehr. Und ja, man, es ist eine gute Richtung. Wenn man nicht mitmacht, dann wird es halt, also du kannst ja nur du selber Vegetarier werden. Du kannst ja nicht andere Leute. Genau, ich glaube, es ist eine ganz gute Richtung, um so den ganzen Ressourcenverbrauch auf der Welt in eine bessere Richtung zu lenken. Mhm. Das ist jetzt aber nicht nur pauschal, dass man Vegetarier sein muss. Das geht auch viel mehr so um regionale Ernährung und mal im Supermarkt, wenn man da steht, gucken, aus welchem Land kommt das eigentlich, was ich gerade kaufe, und sich mal so ein bisschen bewusst machen, manchmal ist halt irgendwo anders Saison und dann macht es auch Sinn, die Sachen zu kaufen. Mhm. Es geht nicht darum, pauschal kein Fleisch mehr zu essen, es geht vielmehr darum, so ein Bewusstsein dafür zu kriegen, wo kommt das Essen her, und das ist, wir hatten das am Anfang, die erste Welt. Wir leben halt, die erste Welt ist, wenn wir jetzt mal, sagen wir mal großzügig 20% der Menschheit, und es leiden halt so viele andere darunter, dass alles zu uns exportiert wird und wir haben hier alles, das verursacht echt relativ viel Leid noch so. Das ist ja ein viel größeres Problem als nur Fleisch. Genau, das ist genau. Deswegen, also ja, und Fleisch war für mich so ein Ansatzpunkt, wo ich gesagt habe, okay, da setze ich jetzt mal an und versuche das für mich irgendwie, und seitdem habe ich auch echt viel in diese Richtung, also noch weiter irgendwie mein Leben so irgendwie umgestellt oder beeinflusst oder wie auch immer. Ja. So, es geht vielmehr um diesen Denkanstoß, als dass jetzt konkret das Fleisch das Problem ist. Ich kann es halt nicht. Also, ja, ich bin halt, ich mag nicht so viele Sachen essen. Und ich glaube, ich bin da zu egoistisch für. Echt, also zu egoistisch und zu hedonistisch, dass ich einfach sage, hey, ich brauche das Fleisch. Ich will das Fleisch essen und ich hole mir das Fleisch. Kann man dieses zu egoistisch vielleicht irgendwie in die Beziehungsschwierigkeiten mit einbringen? Kann man da vielleicht irgendwo Bestimmt. Parallelen ziehen? Also ich glaube, ich glaube, weil ich inzwischen so lange Single bin, also eigentlich ja mein ganzes Leben Single war, bis auf kurze Pausen, bin ich so in einem Leben jetzt drin, mit dem ich zufrieden bin und wo ich bestimmte Sachen so mache, wie ich sie machen will. Ja. Und ich bin so dran gewöhnt, keine Kompromisse einzugehen, dass es mir, glaube ich, schon super schwer fällt, plötzlich Sachen anders zu machen und plötzlich auf die Bedürfnisse von jemand anderem einzugehen und zu sagen, okay, ich mache den Kompromiss da oder ich mache das hier nicht so wie, oder ich treffe mich weniger mit meinen Freunden, weil ich den mehr treffen will oder was weiß ich so. Also einfach Kompromisse einzugehen, fällt mir, glaube ich, sehr schwer inzwischen. Ja, das wird dann erst wieder aufgelockert, wenn mal jemand dabei ist, wo man das Gefühl hat, irgendwie ist da jetzt mehr als bei denen, die vorher da waren. Ich hatte jetzt ein, zweimal Leute dabei, wo ich wirklich dann richtig auch immer die sehen wollte. Ja, das genau, hatte ich halt das, vorher genau. nicht. Ja, so, ne? Also ich hatte das sehr lange nicht und dann hatte ich irgendwann dieses, ich will den jeden Tag sehen. Und das ist echt erst so seit 2 Jahren oder so, dass ich mal jemanden habe, wo ich denke, das so, ist ein guter. Ne? Davor war es echt, also der Drogendealer-Boyfriend, den ich hatte, mein erster Freund, den habe ich halt alle 2-3 Wochen mal gesehen, obwohl der in Hamburg gewohnt hat. Also es war halt echt nur so, okay, ich komme nochmal vorbei, so. Aber ich hatte halt, für mich war es viel wichtiger, meine Freunde öfter zu sehen, die ich auch nicht so dauernd sehe, dass jemand dachte so, nee, ich will mich jetzt mit Veronika treffen, ich habe keine Lust jetzt dahin zu fahren. So. Und ja. Aber das ist der erste Schritt, wenn man das Gefühl hat, den will ich öfter sehen oder diesen Menschen will ich auch wirklich gerne treffen. Das ist schon mal eine gute Richtung. Und wenn das dann aber vorkommt, dann freue ich mich so darüber, dass ich das mal habe, weil ich habe das halt selten. Und dann lasse ich das die Person halt auch spüren und meinte so, oh, voll cool und so und wir sind jetzt hier voll auf einer Wellenlänge und wir passen voll gut und das und das und hier. Und das heißt ja noch nicht, dass ich verliebt bin. Ich bin dann ja noch nicht verliebt, sondern ich bin einfach nur, ich freue mich einfach, mit dieser Person eine gute Zeit zu haben und dass immer, wenn wir uns treffen, haben wir Spaß und es ist ein cooler Tag und ich mag die voll gerne. So. Und dann will ich halt ganz viel Zeit mit der Person verbringen. Friendzone. Nee. Also schon auf eine Ebene, wo man auch körperlich was hat und man ist auch in die Dating-Richtung und so. Aber es ist noch nicht Liebe. Es ist halt, man ist vielleicht ein bisschen verknallt. Ja, klar, so. Aber die Person fast immer ist dann so abgeschreckt davon, dass ich halt so enthusiastisch drin bin. Ja, aber so, dann ist auch nicht die Richtige. Und die denken dann immer, ich bin voll verliebt gerade und denken dann immer so, oh je, ich bin noch nicht da und ich will ihre Gefühle nicht verletzen. Und das ist so schade, weil ich bin dann noch nicht verliebt, sondern, also das ist auch der Grund, wieso mein vorletzter Freund mit mir Schluss gemacht hat. Ja, aber dann war es auch nicht der Richtige, weil der Richtige findet es halt gut. Ja.
Der denkt sich nämlich, cool, ich denke auch so. Ich will auch die ganze Zeit unter Zeitung. Genau, also man muss auf jeden Fall so weitermachen. Ja. Und nicht irgendwie dann den Lerneffekt haben zu sagen, ich mache jetzt nicht so weiter, ja, damit die nicht abgeschreckt sind. Ja, nee, und es macht ja auch immer Spaß, wenn das so, weil man hat dann ja einfach auch eine gute Zeit. So. Ja, eben. Also aber das es ist dann halt schade, wenn das immer nur so kurz ist. Ich hatte es aber auch dann schon andersrum. Also ich hatte dann auch letztes Jahr jemanden, der hat so gefühlt. Und der war halt so, oh, es macht immer voll Spaß und ich bin total gerne und das ist die schönste Zeit und mit dir und ja, endlich habe ich wieder irgendwie eine richtig tolle Zeit und so. Und ich war halt so, oh, ich habe mich wirklich gerne mit der Person getroffen und ich habe gerne mit der Person Sachen unternommen. Ich bin echt manchmal ein bisschen traurig, dass wir halt jetzt einfach keinen Kontakt mehr haben. Aber es war halt für mich ging es halt zu weit. So, ja, ne? Also, ja, klar. Das war für mich dann genau das Gleiche, nur halt umgedreht. Und das dann dachte, nee, lass mal doch lieber freundschaftlich bleiben. Und dann war es halt so, nee, Freunde habe ich genug. Ja, manchmal geht's halt nicht. Ja, manchmal klappt's nicht. Aber es ist schade. Es ist schade, dass sich nicht die beiden Leute treffen, wo beide das wollen. Das ist halt schwer. Und es sollte im echten Leben mal viel öfter passieren. Übrigens, beide diese Leute habe ich nicht über eine Dating-App kennengelernt, sondern im echten Leben. Über Impro? Nee, auch nicht. Den einen über Freunde, den anderen über Kultursachen. Okay. Ja. Nicht schlecht. Ja, das ist ein gutes Schlusswort zu sagen. Trefft euch im echten Leben. Trefft euch einfach mit den Leuten. Es ist halt, wobei jetzt gerade meine Ex-Mitbewohnerin und Ex-Affäre auch. Oh. beides in einem. War das zur selben Zeit? Affäre und Wohnen? Auch. Okay. Die hat jetzt über Tinder halt wirklich ein gutes und oh, ein sehr, und die sieht wohl auch danach aus, als würde das jetzt bei denen was werden. Oh, schön. Über Tinder. Immer wenn Tinder bei mir klappt, ist es mit Leuten aus einem anderen Land. Entweder Leute, die reisen, oder wenn ich reise. Dann klappt Tinder und es macht Spaß und man hat eine schöne Zeit und dann ist man weg. Und das ist, ich glaube, deswegen klappt es, weil man den Druck nicht hat. Das kann sein. Ja. Ja, weil man sich selbst im Kopf schon im Voraus so viel Druck und so viel Erwartung und Hoffnung. Genau. Und das ist da halt raus. Man weiß halt, ich werde sowieso nicht mein Leben mit dieser Person verbringen. Ja. Und ich habe jetzt einfach eine schöne Zeit mit dieser Person. Und man ist viel lockerer und viel entspannter. Das hat bis jetzt oft eine schöne Zeit dann beim Reisen oder halt, wenn ich hier jemanden getroffen habe irgendwie. Aber es hat natürlich nicht so, hat halt ein Enddatum dann immer, ne? Das echte Leben schreibt die besten Geschichten. Gott, wie kitschig. Und Enddatum. Enddatum hat zum Beispiel auch das Fleisch von meiner Mitbewohnerin, was gerade im Kühlschrank ist. Und du kannst es nicht aufessen, weil du Vegetarier bist. Doch, ich wollte nämlich gerade sagen, sowas mache ich halt. Echt? Ach so, also Ich werf kein Essen also weg. Also Ehe ist vergammelt, sagst du, dann isst du es lieber, weil verbraucht ist es eh. Oder wenn irgendwo Leute was nicht aufessen oder sowas. Mhm. Das ist auch so ein Ding, ich will kein Essen wegwerfen. Ich werf fast nichts weg. Nachhaltig leben. Genau, ja. So, jetzt müssen wir halt diesen richtig langen Podcast auf eine Stunde runterschneiden. Wir sind schon fast 2 Stunden am Ja, Drehen. Easy, schneiden wir die ganzen Anfang weg. Am Drehen vor allem. Ab der Einwortstory. Nur die Einwortstory. Und dann aber in ein Fünftel Geschwindigkeit. Okay, ja, dann danke fürs Zuhören und fürs aktive Zuhören. Das kann man besonders gut schneiden, wenn man einfach so, danke fürs Zuhören, da ist noch so ein Thema zu Ende. Ich verstehe immer nicht, was du meinst mit, wie soll ich denn einen Abschied hinkriegen? Das hast du, im letzten Podcast hast du dann gesagt, ich setze jetzt nochmal neu an und dann hast du sowas gesagt wie, wir müssen langsam mal zum Ende kommen, sowas zum Beispiel. Aber das habe ich doch gesagt, ich habe gesagt, wir müssen langsam mal zu Ende kommen, weil wir haben schon 2 Stunden, wir müssen diesen langen Podcast runterschneiden. Aber trotzdem muss ich doch einen Satz anfangen mit Danke fürs... Das mit dem Rausschneiden und zum Ende kommen in 2 Stunden, das hätte ich ja gar nicht, das hätte ich rausgeschnitten. Okay, ich habe eine Idee. Schneiden wir mal alles raus, was bis jetzt war und dann fange ich nochmal neu an. Das wird sowas von drin bleiben. Nee, aber das hat mir schon im letzten Podcast mit, ich fange nochmal neu an. Nein, ist vorbei. Einwandgeschichte ist vorbei. Wir müssen diesen Podcast enden. Weil wir diesen Podcast zu Ende bringen müssen, sage ich schon mal Tschüss und bedanke mich. Danke fürs Zuhören, Martin.
Ja, danke Martin. Shoutouts an dich. Martin. Und an Andreas. Und wer hört denn noch zu? Ich kenne, ach hier, Andromeda. Andromeda ist mein... Wir senden hier auf Ultralangwelle in die nächste Galaxis. Andromeda ist mein Dungeons & Dragons Name. Okay, nice. Warum? Weil ich den cool fand und weil ich gerade Harry Potter gelesen habe und die eine Tante von Draco Malfoy oder so. Irgendjemand hieß Andromeda. Nee, die okay, Mutter okay, von Tonks. Okay. Sorry, zu viel Nerd. Okay. Tschüss. Alles klar, dann verabschieden wir uns von Martin. Und Andreas. Und die anderen Leute, meine Freunde aus Hessen. Schöne Grüße an euch. Hi, Freunde aus Hessen. Ja, und bye, Freunde aus Hessen. Danke fürs Zuhören, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Ja, tschüss Hamburg, tschüss Deutschland, tschüss Welt, tschüss Biberbabys. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, Hashtag man ficke sich in der Nordsee. Ja, ich habe immer noch keinen Twitter-Account, aber Hashtag reicht. Dann wo Hashtag? YouTube? Nee, man kann doch einfach nur einen Post machen und dann so, den Hashtag mitnutzen. Ja, okay. Also, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, Lob, Verbesserungsvorschläge. Man kann es auch in die Kommentare hier schreiben. Schreibt uns irgendwas in die Kommentare, damit wir wissen, dass ihr das gesehen habt. Und dass es nicht nur unsere eigenen Views das sind. Das ist wichtig für uns. Und like das und Selbstwertgefühl. Ja, wir brauchen das. Damit wir dann im echten Leben besser Leute kennenlernen können. Wir brauchen die Bestätigung. Was möchtet ihr, wieso wir diesen Podcast machen? Ja, eben. Und dann gehen wir raus ins echte Leben und treffen Leute. Und sagen denen, ich habe 35 Views und 2 Likes. Wir müssen wie es ja, das mit uns? Wir müssen es ja nicht mal sagen, wir strahlen einfach dieses Selbstbewusstsein von 35 Views aus dann. Okay. Das Selbstbewusstsein von 35 Views ist richtig. Es ist mehr als das Selbstbewusstsein von 2 Views. Ja, das stimmt. 2 und dann denken die, da gucken die Leute sich um und denken sich, wow, das scheint wie eine richtige Persönlichkeit. Das ist eine ausgereifte Lebens. Persönlichkeit. Die hat wirklich irgendwie, ja, das anzieht irgendwie. Influencer. Influencer. Okay, ihr Influencer da draußen. Wir sehen uns das nächste Mal. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Irgendwann werden wir uns auch sehen. Wir machen irgendwann ein Video. Der Plan steht fix. Falls uns jemand eine Kamera leihen möchte oder uns aufnehmen möchte, sagt uns Bescheid. Tschüssi. Macht's gut. Und hier fickt euch in der Nordsee. Und macht mehr Musik. Macht immer mehr Musik. Nazi. Nazi.